Was geht da? Was geht da? Jo, was geht ab? So, wie man unschwer erkennen kann, heute das neue Alan Wake 2, was heute rauskam. Nach 13 Jahren haben sie es endlich geschafft, eine Fortsetzung zu machen, zu maken. Joa, was die Buttons angeht, werde ich mich bei diesem Teil aber zurückhalten, weil, naja, zu viel Albernheit soll natürlich jetzt auch nicht mehr drin sein. Da das ja sonst die Atmosphäre kaputt machen würde, meiner Meinung nach. Deswegen, so, seid ihr bereit für ein Open End? Außer für die VOD-Ler. Die können das dann irgendwann, ja, so um drei, also, ich werde so circa zwischen drei und vier Stunden wieder machen, wie beim ersten Teil, und dann mache ich kurz eine Pause, beende die Aufnahme, dann mache ich eine neue Aufnahme und dann so weiter. Je nachdem, weil mein Speicher halt voll wird, oder bis mein Speicher voll ist. Gut, dann werden wir das aber sehen. Im Verlauf des Abends, der Nacht. Was auf jeden Fall jetzt schon an der Musik anzunehmen ist, und auch jetzt hier vom Bild, der zweite Teil ist noch wesentlich düsterer als der erste. Und er hat jetzt auch, so wie ich das gesehen habe, zwei Geschichten behandelt er. Von einer FBI-Agentin namens Saga. Naja, wir werden es gleich sehen, wird gleich hören. Und dann noch, wie es mit L weitergeht, der immer noch gefangen ist in der Zwischenwelt. Ich hatte am Ende vom ersten Teil hatte ich einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, seine Alice wäre immer noch in der Zwischenwelt. Nein, er ist in der Zwischenwelt, sie ist draußen. So wie es ausgesehen hat, beziehungsweise wie ich es nachgelesen habe. Gut. Joa. Mikrofon schlecht aus, alles andere schlecht auch sofort aus. Das ist gut, Werte sehen gut aus. Alles klar. Da mal hinein. In den Schauer. Optionen sind auch erledigt. Neues Spiel. Ah, das ist nur, wenn man die Geschichte priorisieren will. Nein. Ganz lässig, ganz normal, so wie es gedacht ist. Baboom! Verwende eine Leuchtfackel, um dem Haltegriff eines des Feindes unbeschadet zu entkommen. Ah, jetzt kann man hier auch wieder weiterklicken. Oh gut, die Tipps. Wieder am Anfang. Wir alle haben Hoffnungen und Erwartungen an eine Geschichte und suchen Antworten. Manchmal wäre es besser, mit dieser Hoffnung zu leben, als die ganze Geschichte zu kennen. Es gibt nur Opfer und Monster in einer Horrorgeschichte. Beides ist nicht erstrebenswert. Doch in diesem Genre kommt niemand unversehrt davon. Ja, wie man hier auch sieht, auch der Hirsch kam nicht unbeschadet davon. Ich habe mir die Geschichte anders vorgestellt. Diese Geschichte wird uns verschlingen. Die Geschichte ist ein Monster. Und Monster haben viele Gesichter. Oh ja. Hat sich aber verändert. Ach du Scheiße, er ist fett geworden, Haare auf dem Rücken, das Haupthaar ist weg. Ja, sein Gemächt wurde zensiert durch den Schatten, mit dem Schatten, mit einem Schatten. Aber die Wampe bewegt sich, wenn er sich zu schnell bewegt. Okay, dann wollen wir mal. Großer Berg. Das ist doch bestimmt wieder dieser, ich weiß jetzt nicht, wie der See nochmal heißt, habe ich schon wieder vergessen. Aber gut, ich hoffe auch, das Desaster vom ersten Teil wird sich jetzt hier in diesem neuen, zweiten nicht wiederholen.
Stichwort in den Kämpfen, ne? Da lassen wir Fußspuren. Nee. Daran haben sie jetzt auch nicht gedacht. Wer ist da? Okay. L2 ist wieder fokussieren. Fokussieren? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wollt ihr uns? Bitte, Hilfe! Hörst du mich? Au! Was stimmt nicht mit ihm? Komm, wir sollten gehen. Schon weg! Er hat sich nur im Strand geirrt. Er hat eigentlich den FKK-Bereich gesucht. Und nicht gefunden. Dann überkam ihn ein Sonnenstich und er im Liegen nicht mehr von der Seite wich, bis es hier dunkel ist, wurde. Nun macht der Bigfoot Konkurrenz oder versucht es zumindest. Was ich noch mitbekommen habe, ist, dass es auch hier irgendwie in den Saga-Abschnitten, also von der FBI-Agentin, da soll zum Ritualmorder gehen. Wahrscheinlich ist das jetzt hier der Anfang davon. Weil könnte jetzt gut sein, dass es dann doch nicht die Zwischenwelt ist, also die Welt, in der Alan gefangen ist. Wir spielen jetzt wahrscheinlich erstmal ein Opfer, der gleich auf seinen blanken Arsch kriegt. Mammutbaum. Jetzt haben wir nicht aufgepasst. Verdammt, ich noch eins. Aber wahrscheinlich nur ein Hirsch, ne? Okay. Jumpscare-Effekte wurden eingebaut. Die gab es im ersten Jahr nicht. Wie bitte? Versteh die so schlecht. Glaub, wir brauchen ein Hörgerät. Können wir hier mit irgendwas anfangen? Nein, können wir nicht. Monster. Mit L3 kannst du rennen. Scheiße, du bist einer von ihnen? Was? Welle des Terrors. Die Stimme hört sich ein bisschen nach L an. Kann es sein, dass er auch momentan zu den Schattenwesen, Schattenmännern gehört? Recht anständig hier in dieser Gegend. Es ist kalt. Aber eine Lichtquelle. Zuflucht.
Zuflucht im Lichtkegel. Kalter, toter Klumpen. Okay, wo ein bisschen hin? Hier, na gut, hier ist versperrt, ne? Ja. Wobei, kann er darüber klettern? Man könnte, ganz einfach, ne? Es ist kein großer Baum, aber ja, Spiel halt, ne? Es will unbedingt, dass wir hier rumgehen. Dass wir auf die Scheinwerfer zugehen. Okay, sind keine. Doch, sind Scheinwerfer, Flutlichter. Und in der Mitte sieht nach. Das sieht nach einem Altar aus. Ja. Was? Nein, verschobene Formen. Abtrünnige vom Kult. Alan Wake 2. Badum bada. Mir fällt gerade nur das Wort Eden Lake ein, aber das ist ein Film. Hey Kleine, wie geht's dir? Hey Kleine. Achso. Wie geht's dir? Alles okay, Mama. Und dir? Diese Dienstreise dauert doch etwas länger. Tut mir leid, dass ich so oft weg bin, Logan. Ach du meine Güte, Mama, die Morde sind doch nicht deine Schuld. Was ist passiert? Alles für die Arbeit. Ja. Papa und ich haben uns hier nur die letzte Episode von Night Springs angesehen. Mama, sie ist so gut. Keine Spoiler. Na dann viel Spaß mit der Serie, die wir eigentlich gemeinsam ansehen wollten. Eigentlich. Ich hab euch lieb. Das hast du davon, wenn du ständig auf Dienstreise bist. Wir dich auch. Und grüß Casey. Sag ihm, er soll nicht zu viel grübeln. Logan! Das werde ich. Tschüss, Kleine. Ja, man sieht, es ist auch wieder wie ein Film. Wie ein Spielfilm aufgebaut. Logan meint, lass den Kopf nicht hängen. Freches Kind. Ich frage mich, woher sie das hat. Genau, synchron trinken. Sie schmeckt seinen Kaffee, er schmeckt ihren Kaffee. Es kann kein Zufall sein, dass eine Leiche auftaucht, sobald wir in die Stadt kommen. Ich habe das Gefühl, der Killer will uns was sagen. Ich bin froh, dass Sie mit mir an diesem Fall arbeiten. Ist genau Ihr Ding. Sie sollten das anleiten. Ich unterstütze Sie. Okay. Irgendwelche Tipps? Nichts, das jemanden aufmuntern würde. Aber ist das nicht der letzte Rettungsanker? Cauldron Lake.
Rettungsanker in, genau, Cold Lake, so heißt der See. Gehen wir an die Arbeit. Dieser verdammte See. Pomo ist heute der letzte Rettungsanker in solchen Situationen, oder nicht? Wenn man ständig mit Mord und Blut und Eingeweihten zu tun hat. Schwarzer Humor. Eigentlich hätte schon jemand kommen und uns den Tatort zeigen sollen. Zynismus, Sarkasmus. Das Auto ist da, aber wo ist der Sheriff? Von einem Bären? Ich sehe mir die Karte an. Mach das. Return One, Einladung. Okay, es ist auch wieder, ja, wie im ersten Teil mit so Folgen. Oder ich weiß nicht, die hießen doch Folgen, ne? Folge so und so. Sollten wir uns merken, bevor uns die Bäume verschlingen. Wow. Du wolltest doch, dass wir tauschen. Ich glaube, ich höre jemanden. Ich gehe bestimmt nicht noch könnte mal unser darunter. Deputy sein. Ich wollte nicht tauschen. Das habe ich nie gesagt, Malige. Wir hätten beide auf diesen toten Typen. Hey, hier drüben. Na, wir? Dadurch, ne? Moment, aber mir ist gerade noch was aufgefallen. Kurz Pause. Ich hänge hier ein bisschen in der Luft, sehe ich gerade. Mit der Kamera. Zack. Klack. Und da sind wir. Da bin ich. So, fertig. Unten rechts wieder komplett dran. Okay, also das hat man ja noch nicht gesehen. Noch wurde es ja nicht eingeblendet. Deswegen muss ich später auch nochmal drauf achten, dass ich hier nichts verdecke. Spiel ich jetzt gerade Tutorial. Nein, weiter spielen. Okay, könnte natürlich auch sein, dass es dann auch wieder so halb Open World ist, ne, wie der erste. Der Necrobob hat mir ja erzählt, dass der erste ursprünglich als Open World geplant war. Aber dann doch irgendwie vom Konzept abwich, also zu stark abwich mit der Idee Open World, dass sie quasi dann so ein Zwischending draus gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ich habe mich da nicht eingelesen. Ja, toll. Mehrere Wege wieder. Hier lang. Da runter. Oder da lang. Oh, er ist weg. Warum ist er weg? Wo ist er? Das können wir uns auch angucken. Karte. Die Karte zeigt Schlüsselregionen in dem Gebiet an. Karte. Okay, so wie es aussieht. Open World? Also, ja, doch, ne? Können wir lang gehen, wo wir wollen? Verschiedene Aufgaben lösen. Zoom, da, aha. Okay. Spieler, da. Hier ist rot markiert. Gespräch, neue Option. Gedenkraum, Golden Lake. Okay, Ziele, 2. Erreiche den Tatort, finde die Deputies. Zurück. Ja gut, das ist Start. Was haben wir denn noch? Nur die Karte? Ja, das war es erstmal, ne? Karte. Da hoch. Ja. Klar, da ist auch das Gespräch. Gott sagen, das hier sieht irgendwie ein bisschen so rot aus, ne? Das heißt, es ist ein gesperrtes Gebiet, wo wir noch nicht hin können. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt erstmal... Ach, komm! Oder? Nee, dann Zeitverdammt. Nee, warte mal, hier können wir ja auch nicht lang. Hier ist ja auch gesperrt. Müsste sie eigentlich gleich was sagen, ne? Hier gehe ich besser noch nicht lang. Und wieder zurück. Agentin Anderson hat ihre Methoden. Da. Ihre Erfolge sprechen für sich. Sie müssen ihr vertrauen. Ich tue das jedenfalls. Wenn man vom Teufel spricht. Was? Pass auf, Junge. Hallo, Sir. Ich habe hier das Sagen. Saga Anderson. Ich leite diesen Fall. Mein Partner Alex Casey kennen Sie wohl bereits. Ja, bitte verzeihen Sie, Ma'am. Ich bin Deputy Mulligan. Ich dachte nur, dass... Wann tauchen die Agenten endlich auf, Mulligan? Die Bundesbeamten sind doch hier, Thornton.
Mein Partner Thornton ist unten beim Tatort. Er ist nicht der Hellste, wenn du verstehst, was ich meine. Sie sind hier? Wie meinst du das? Sind sie mit dir gekommen? Die haben mich doch nicht gehört, oder? Oh, hier kann man noch verschiedene Dialogoptionen wählen. Ich hätte gerne ein Briefing. Gibt es Zeugen des Verbrechens? Okay, das ist wahrscheinlich genau ähnlich wie bei Starfield und anderen Rollenspielen aufgebaut, dass man noch zusätzliche Fragen stellen kann, bevor man dann den Dialog mit der Endfrage beendet, ne? Was jetzt hier quasi das X wäre. Ich hätte gerne ein Briefing. Und gibt es Zeugen des Verbrechens? Wir fragen natürlich. Gab es irgendwelche Zeugen? Ja, ein paar Auswärtige. Ich frage mich, was sie nachts im Wald zu suchen hatten. Nicht, dass wir etwas gegen Städter hätten. Stimmt's, Thornton? Aber keine Sorge. Sheriff Breaker hat sie in die Stadt zurückgebracht. Hören wir einen Blick auf die Leiche. Ich hätte gerne ein Briefing. Machen wir das erstmal, wa? Was können Sie uns über den Tatort sagen? Erzähl Ihnen vom Herzen. Ich war gerade dabei, Thornton. Wie es aussieht, befinden sich einige Organe aktuell außerhalb des Opfers, obwohl sie eigentlich, naja, innerhalb sein sollten. Wir haben Blick auf die Leiche. Ich will die Leiche sehen. Wie kommen wir hin? Oh, natürlich, ganz einfach. Einfach durchs Loch im Zaun, dann den Hügel runter zum See auf der Rückseite des alten Gemischtwarenladens. Kann man nicht verfehlen. Seit das Gebiet eingezäunt wurde, ist alles geschlossen. Der Laden, der Campingplatz, alles. Schon gut, Thornton. Nö, man ist uns da hinten rumgucken. Trifft dich mit Deputy Thornton im Warenhaus. Hier ist nichts von Interesse. Halt's Maul, Thornton. Sie können dich noch immer hören. Ja, jetzt ist offen, okay. Jetzt könnte man quasi auch einmal da hinten rumgehen. Es ist jetzt eingekreist hier, das heißt, da müssen wir hinten. Ja, Tatort steht ja auch da. Da ist das Altar. Hier runter, da runter. Hä? Können auch hier runter gehen und dann direkt dahin. Verwirrend. Bevor wir am Tatort ankommen, haben wir Zeit für die bisherigen Fakten. Ich möchte auf keinen Fall etwas übersehen. Ja, boom. Du kannst auf die Falltafel im Gedenkraum zugreifen. Falltafel. Der Gedankenraum. Meine Version der Gedächtnispalasttechnik. Ah, ja. Um die Hinweise zu sichten und den Fall zu lösen. Ich baue den Gedankenraum für jeden Fall auf. Und nutze jede Außenstelle als Modell in meinem Kopf. Aha. Das erinnert mich jetzt. Stehen auf der Tafel. Das erinnert mich jetzt stark an, wie heißt es hier? The Evil Within. Da passiert ja auch alles vieles im Kopf. Das meiste oder alles. Irgendwie sowas. Aber da gibt es ja auch so eine Art Gedenkraum, Gedankenraum. Nur da ist es dann nicht so ein Gedankenraum, sondern halt irgendwie sein Büro oder was, ne? Von dem guten Sebastian, mein Namensvetter. Sebastian Castellanos. Ja gut, das sind die Ziele. Hauptsache ein Feuerlöscher, das ist ganz wichtig. Falls das Hirn mal anfängt zu kokeln, ne? Wenn man zu viel nachdenkt, ist ja schon klar. Braucht man. Braucht jeder von uns. Sollte sich ein jeder von uns zulegen. Ganz wichtig. Ja? Es kommt Rauch aus den Ohren, aus der Nase, aus dem Mund, aus den Augen. Nicht schön. Kein schöner Anblick. Na komm hier, erst Flimmerkiste einschalten. In der Lieblingsserie, Sendung gucken. Okay, hier gibt's nichts Interessantes. Ein Kürbis. Oh, Bilder. Das ist das Töchterlein, mit dem wir, oder besser gesagt, sie am Anfang telefoniert hat. Im Auto. Was ist das hier? Ist ihr Partner oder ist das der Mann? Oder beides. Partner und Mann.
Die gute alte Arbeitsplatzaffäre, ne? Ja, kennst du nicht. So, Falltafel. Alles, was wir über die bisherigen Morde wissen. Ich sollte nochmal nachsehen. Besser ist. Die Falltafel ist eine Mentaltechnik, die es Saga erlaubt, Hinweise zu analysieren und mit der Untersuchung voranzukommen. Benutze R, um dich zu bewegen. Okay. Du kannst L2, R2 zum Zoom verwenden. Benutze L, um den Cursor zu bewegen. Du kannst jetzt die Falltafel verwenden oder sie mit Kreis verlassen. Okay, das können wir nicht anklicken. In der Stadt Bright Falls hat sich eine Mordserie ereignet. Die Suche nach den Zusammenhängen wird uns bei der Suche nach dem Mörder helfen. Was haben wir hier oben? Hä? Ach, das steht in Deutsch schon da. Wie kann ich richtig lesen? Jedes Opfer wurde 2010 als vermisst gemeldet. Keine anderen gemeinsam. Achso, ja klar, Zoom. Keine anderen Gemeinsamkeiten. Opfer, den haben wir hier. Das Opfer wurde 2010 als vermisst gemeldet. Es wurde 2012 entdeckt, in einem Erdloch begraben. Ted Lane, Zahnarzt. Stichwunden aufgebläht. Blut. Bluter, was? Ach, Blutergüsse. Ich dachte schon Blutergrüße. Was ist das denn? Auf den Handgelenken. Was haben wir hier? 2018 im Colden Lake gefunden. Einige Organe fehlen. Raubtier? Der Zustand des Körpers passt nicht zu den 8 Jahren, die er in einem See verbracht haben soll. Wendy Davis, Lehrerin. Aufgebläht, große Wunde auf der Brust. Hier. Vor 2 Wochen gefunden. Todesursache war die Wunde auf der Brust. Die Leiche war mit unersättlichen Tattoos übersät. Percy Wolf. Ladenbesitzer. Blutergüsse, Herz entfernt, seltsame Tattoos. Ah, da können wir wechseln. Okay. Den Raum verlassen. Mordmethode. Geringer Unterschied bei den Morden. Aufblähung ist die einzige Gemeinsamkeit der Leichen, aber nicht die Todesursache. Thoraxtrauma. Wasser. Was? Da fehlt ja die Hälfte. Was? Hä? Soll ich anklicken? Wassereinwirkung nach irgendwas. Flecken auf Handgelenken und Beinen. 2 der Opfer hatten blaue Flecken. Wurden sie gefesselt oder festgeschnallt? Das letzte Opfer starb an einem schweren Thoraxtrauma. Genau wie das Opfer 2018. Aufgrund des Zustands der Leiche schwer zu sagen. Tiefer Schnitt in der Brust. Herz fehlt. Nee, das ist auch Aufblähung. Ich dachte schon, hä? Zähne? Nee. Der aufgeblähte Leichnam deutet auf Ertrinken hin. Doch nur ein Opfer wurde im Wasser gefunden. Alle Leichen wiesen Blähung auf. Profil des Mörders. Was? Rede mit jemandem? Hä? Achso. Außerhalb des Gedankenraums. Postmortem-Tätowierung der Leiche. Opfer Nummer 3 war mit unkenntlichen Tätowierungen übersät. Vielleicht eine Botschaft des Mörders oder seine Kunst? Abgesehen davon, dass alle Opfer 2010 verschwanden, haben sie nichts gemeinsam. Die Mordopfer haben keine erkennbaren Gemeinsamkeiten. Der Mörder könnte ein Sportler oder Jäger sein. Das Thoraxtrauma ähnelt den Wunden einer Tierschlachtung. Können wir noch hier noch reingucken? Einen Aktenschrank? Nee. Okay, das war's, ne? Der Rest wird wahrscheinlich hier hinzugefügt. Die Wand ist ja ziemlich ganz groß. Naja, mal gucken. Okay, verlassen. Gedankenraum. Naja, gut. Können wir eigentlich ganz raus hier. Oder ist die Tür jetzt freigeschaltet? Ja. Ah, Sie sind schon fleißig bei der Arbeit, Anderson. Wenn kurz du, vor dem Durchbruch? Wenn wir du fangen gerade erst an. Gehen wir den Hügel runter zum Tatort. Wenn du den Gedankenraum jetzt, konnte ich nicht lesen. Verdammte Natur. Mein Schädel brummt. Zu viel Frischluft.
Wir sind nicht querfeld ein, einfach hier runter grinden. Dein Standort. Ferienhäuser. Ist aber gesperrt, so wie es aussieht. Hey, Casey. Sie überlassen mir die Führung. Warum jetzt? Sie sind ein besserer Detektiv als ich, Henderson. Sie haben Fälle geknackt, die unlösbar für uns waren. Ich möchte Sie nicht runterziehen. Haben Sie vor, in Pension zu gehen? Sie wissen doch, was mit Cops bei Ihrem letzten Fall passiert. Mhm. Sehr witzig, Henderson. Keine Treppe. Springen ist doch kein Problem. So alt bin ich auch nicht. Das Knacken, was wir eben vernommen haben, kam das von den Bäumen oder von deinen Knochen? Und oder Gelenken? Ja, lesen. Da. Mirror Peak. Der majestätische Berg in der Ferne ist der Mirror Peak, das Wahrzeichen oberhalb des Cauldron Lakes. Aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet, spiegelt sich seine Schönheit auf der ruhigen Oberfläche des Sees in seiner ganzen verkehrten Pracht wider. Aha. Berg halt. Ja, toll. War Reinhold da oben schon? Höchstwahrscheinlich. Ne, von hier kamen wir ja, ne? Ne, da kamen wir runter. Alter, hier gibt's auch schon wieder. Hier kann man hoch. Ich bin gleich wieder zurück. Da kann man hoch. Okay. Das ist halt die Frage, ne? Ob man da gleich so oder so hin zurück... Kein schlechter Ort für einen Mord. Wenn man zurück zur Natur möchte. So oder so hin zurückkommt, wenn man da sowieso lang muss. Irgendwas oder... Mist. Ja. Hätte einen Schirm mitbringen sollen. Ich mag Regen. Das Einzige hier, das sich wie zu Hause anfühlt. Ob die Polizei daran dachte, eine Plane aufzuspannen? Dann geht der nächste Kaffee auf mich. Die Untertitel kann man noch ein bisschen klein einstellen. Ich glaube, das mache ich, oder? Weil die sind doch recht groß. Option, Gameplay. Untertitel, wo sind sie denn? Steuerung, Grafik, Audio. Interface, ne? Da, Untertitel. Da, die Größe. Klein. Zack. Gleich mal gucken, wie das aussieht. Phone. Ja, nie ist klar. Wollte nicht tauschen. Achso. Hey! Ja. Hallo. Ja. Willst du den ersten Schritt machen oder sollen wir es tun? Dann tun wir es. Deputy Thornton, nehme ich an. Das bin ich, zu Ihren Diensten und bereit, den Fall zu lösen. Die Leiche liegt hinter dem Laden. Kommen Sie, ich zeige sie Ihnen. Sie sind also vom FBI. Das ist cool. Willst du das denn jetzt erraten? Sie machen Jagd auf Serienmörder und liefern sich Schießereien mit dem Mob. Und die UFO-Vertuschungen. Oh ja. Die gibt es wirklich? Sucht ihr noch Leute? Thornton, der Sheriff.
Sehen wir uns die Leiche an, ja? Da ist sie. Hier wurde der Mord begangen. Er lag auf dem Tisch. Wir haben nichts angefasst. Sie wissen schon, die Vorschriften und so. Okay. Danke, Deputy. Keine Plane. Sie schulden mir einen Kaffee. Okay. Untersuchen wir zuerst unseren Ehrengast. Passt das zu den Mustern der vorherigen Morde? Ja, gleich mal gucken. Achso. Schritt Camping. 1. Die Leiche untersuchen. Campingtisch wurde zweckentfremdet. Und zu einem Altar gemacht. Improvisiertes Altar. Da ist das Herz. Und wie gerade sagen, jetzt fehlt nur noch, dass man irgendwie untersuchen muss. Mit der Untersuchung der Leiche anfangen, Anderson. Aber ja, wir müssen. Das erinnert auch an das Spiel, wie heißt es hier? L.A. Noir, ne? Die Leiche liegt auf dem Tisch. Wie bei einem Ritual. Du hast dein erstes Schlüsselbild freigeschaltet. Platziere es auf der Falltafel im Gedenkraum. Steuerkreuz oben erlaubt es Saga, die aktiven Hinweise zu sehen. Wähle das Schlüsselbild mit X aus, um es auf der Falltafel zu platzieren. Hinweise da. Tatort am Cauldron Lake. Und X. Zack. Noch eine Leiche taucht auf, als wir in die Stadt kommen. Zufall? Mhm. Wird ein Schlüsselbild auf die Falltafel gelegt, beginnt eine neue Untersuchungsreihe. Okay, das ist die Akte dazu, verstehe. Wenn ein Schlüsselbild platziert wird, erzeugt es eine neue Frage. Ziele sind auf der Falltafel in deinen Zielen Dreieck einsehbar. Untersuche den Tatort. Yes. Du kannst jetzt die Falltafel untersuchen oder sie verlassen, Kreis, um dieses Ziel zu erfüllen. Im Wald in der Nähe von Bright Falls wurde eine weitere Leiche entdeckt. Perfektes Timing. Ich muss herausfinden, ob der Fall mit den Morden in Verbindung steht, die wir untersuchen. Beweise. Übereinstimmung mit vorherigen Morden? Okay, also die Tür da hinten, das ist quasi nur der Ausgang. Verstehe. Oder man geht einfach hier auf diese Touch. Starttaste. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da haben wir die Karte. Umschauen, Zoom. Hä, wo ist denn jetzt die andere? Hier war doch mehr. Ach, da, Fälle, ne? Ja, da sind die Akten, okay. Die Mord am Cauldron Lake. Hinweise 0, Hintergrundfall. Besser bewegen. Gedenkraumfälle, aha. Zack, ja, da sind sie. Okay. Okay, weg. Verlaschen. Du kannst Hinweise an der Leiche sammeln, um die Untersuchung voranzubringen. Inzidente Stichwunde, Brustkorb aufgeschnitten, Herz entfernt. Du kannst Hinweise an der Leiche voranzubringen, ja. Da ist das Herz. Hab das Herz. Und wieder festgeschnallt mit Spanngurt. Blutergüsse von den Gurten, mit denen er gefesselt wurde. Falltafel. Okay. Ja, Falltafel. Ich will drauf. Aber wer macht's jetzt? Hä? Fälle. Neu entdeckte Hinweise können auf der offenen Frage platziert werden. Ach, da. Okay. Ja, wie können wir das jetzt denn nochmal? Fälle. Dreieck. Nein. Ich will die hier hervorheben. Wie geht das denn nochmal? Viereck sind die Fälle. Dreieck ist es auch nicht. Ah ja, so, da, Steuerkreuz, genau. Unten, oben. Die Gurte, mit denen das Opfer festgebunden wurde. Zack.
Laut den Blutergüssen lebte das Opfer noch, als es gefesselt wurde, genau wie die anderen. Schweres Thoraxtrauma. Das stimmt mit den früheren Morden überein. Herz in der Nähe des Opfers. Klack. Herz aus Brust entfernt. An Handgelenken festgebunden. Passt definitiv zu den anderen Morden. Doch diesmal wurden Herz und Fesseln zurückgelassen. Alles weitere Hinweise. Damit wissen wir nun von 4 Morden. Und noch mehr. Und die Hinweise haben die offene Frage gelöst und eine Schlussfolgerung freigeschaltet. Im Laufe der Untersuchung werden neue Fragen freigeschaltet, die deine Ziele aktualisieren. Du kannst dir die aktualisierten Ziele ansehen, indem du Dreieck drückst. Untersuche den Tatort, erfahre mehr über das Opfer, erfahre mehr über den Mörder. Du kannst jetzt die Falltafel untersuchen oder sie verlassen. Achso, das haben wir schon. Okay. Mord stimmt mit den vorherigen Fällen überein. Tat wurde unterbrochen. Vielleicht finde ich diesmal etwas. Der, die Mörder? Das Opfer? Okay. Wer ist unser Opfer? Wer tötete ihn? Wir müssen mehr Hinweise finden. Ist das Opfer bekannt? Na klar. Sein Name ist Nightingale. Er war beim FBI und kam vor 13 Jahren hierher. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Naja, bis jetzt. Nightingale? Robert ja. Nightingale? Ja. Ja, ich glaube, Sie kannten ihn. Waffenbrüder. Und Schwester. Du entdeckst Hinweise, indem du mit Leuten redest und deine Umgebung erforschst. Nightingale, ich glaube, das ist einer, der auch im ersten Teil vorkam, ne? Der hat sich aber ziemlich gehen lassen. Oder war der schon so im ersten Teil? Nee, ich glaube nicht. War das der, der auf L geschossen hat, auf uns? Bei der, wo wir da in diesem Radio-Tower waren? Naja. Auf dem Tisch ist viel Blut zu sehen. Ja. Das Opfer ist hier gestorben. Fußspuren. Die Fußabdrücke da sehen von eleganten Schuhen aus. Lackschuhen. Oder Frauenschuhe? Nein. Es waren mehrere Leute hier. Ja. Mehrere Killer. Sie kannten also unser Opfer? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Okay. Er hat aber mal verlernt, Deutsch zu reden. Was passierte, nachdem er gefeuert wurde? Was ist mit Nightingale passiert, nachdem das Büro ihn gefeuert hatte? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. Ich wette, da steckt mehr dahinter. But no happy ending. Universalübersetzer, ne, im Ohr. Wie man das aus den ganzen, hier, Star Trek und gab es Star Wars auch? Nee, Star Wars, da konnten sie alle so die Sprache. Aber bei Star Trek gibt es, glaube ich, diesen sogenannten Universalübersetzer, ne? Er ist 2010 verschwunden. Nightingale ist vor 13 Jahren verschwunden. Seit 2010. Genau wie bei allen anderen Opfern. Er kann's passt auf jeden Fall zum Muster. Ich frage mich, was in diesem Jahr passiert ist. Etwas, das die Stadt lieber vergessen möchte. So wie Freddy Krüger. So wie bei Freddy Krüger, so wie bei Nightmare on Elm Street. So wie Stativ. Jemand musste schnell weg. Und warf dabei das Stativ um. War es für eine Kamera? Wirklich? Jemand hat hier Bier getrunken.
hat offenbar gewartet. Ich glaube, das war alles. Zumindest vorerst. Mhm. Schon eine Idee? Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Also den Platz hier kann man offensichtlich mieten. Für, ja, ne? Picknick ganz normal. Hier Bier trinken und Videos drehen oder was. Und für Rituale und so weiter. Ich musste die Hinweise durchgehen. Die Symbole in der unteren linken Ecke zeigen an, dass kritische Inhalte im Gedenkraum verfügbar sind. Aha. Wusch, also Gedenkraum. Starb er hier oder wurde er hergebracht und zur Schau gestellt? Gute Frage. Ey, ich will in den Raum rein. Wo ist denn das? Gedankenkorn Lake. Da. R1. Was haben wir hier? Cassie Nightingale. Dann drehte durch. Das FBI feuerte ihn. Oh ja. Achso, nee, das ist unser Kollege. Ich dachte schon, hä? Das ist nicht das Opfer. Okay, da muss man jetzt quasi... Mehrere Fußspuren. Das kommt hier hin. Hier gibt es einige Aktivitäten. Unwahrscheinlich, dass unser Mörder allein arbeitet. Haben wir hier starke Blutspritzer auf dem Tisch. Ja gut, das gehört zum Opfer. Hä? Na doch nicht. Was? Gibt's Geräusche, also. Laut den Stiefelabdrücken mehrere Täter. Eine echte Party. Das haben wir doch da schon gehabt. Das hier, starke Blutspritze auf dem Tisch. Das ist doch das Opfer, wo das drauf lag. Hä? Die Mörder, mehrere Angreifer anwesend. Chaotischer Tatort, Verbrechen aus Leidenschaft vorsätzlich. Okay, nee, man muss also nicht selber irgendwie hier. Das macht die von alleine auch. Wie man gerade gesehen hat, gehört hat. Später. Okay. Thornton. Das Opfer heißt Robert Nightingale. Zuletzt gesehen in Red Falls vor 13 Jahren. Man hat 13 Jahre nichts von ihm gehört. Warum ist er jetzt aufgetaucht? Wobei? Na klar. Sein Name ist Nightingale. So. Er war beim FBI und kam vor 13 Jahren hierher. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Naja, bis jetzt. Robert Nightingale. Ex-FBI. Kam vor 13 Jahren nach Bright Falls. Daten des Opfers. Robert Nightingale, ehemaliger FBI-Agent. Geisteszustand zum Zeitpunkt des Verschwindens fragwürdig. Oder auch nicht zurechnungsfähig, oder was? Zurückgelassene Kühlbox und Bierflaschen. Ja, das würde doch jetzt hier schon wieder bei dem Mörder hingehören. Oder hinpassen. Ah nee, da. Vorsätzlich oder spontan. Das Opfer... Ne, das ist jetzt grün, das heißt, es ist fertig. Ja, okay. Okay, also ich hätte jetzt gedacht, dass man das bezüglich des Endes oder so man selber jetzt hier einordnen müsste. Also der Spieler, ne? Natürlich auch ein bisschen innovativer gewesen. Aber nein. Das soll wohl nicht so sein. Das macht sie, wie gesagt, von alleine. Klar. Sie überwachten diesen Ort und tranken ein kühles Bier, während sie auf das Opfer warteten. Möglich. Zurückgelassen für Bierflaschen. Stativ in der Nähe der Leiche. Sie planten den Mord hier, um die Zeit zu überbrücken. Die Ausrüstung lag bereit. Sie warteten auf ihn.
Aber warum Nightingale? Er ist seit 13 Jahren verschollen. Warum hier? Warum jetzt? Er hatte etwas mit Alan Wake zu tun, deswegen. Aber gut, darauf wird sie auch noch kommen. Profiling. Was soll das? Was ist das? See what they saw. Feel what they felt. Warum springt der hin und her in den Sprachen? I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Ist das wieder so ein halbfertiges Spiel oder was? Mit Hilfe von Profiling in Sagas Gedenken, Gedankenraum kannst du in die Köpfe von Verdächtigen und Opfern eindringen. Aha. Was haben wir hier denn? Der Fall des Mile High Stranglers. Darauf bin ich stolz. Yeah. Da fühlt sie sich so richtig. Urkunde für besondere Verdienste an Agent Saga Anderson. Datum 8.8.2019. Supervisor Special Agent Stacy Morrow. Wenn der Rest des Büros nur wüsste, was für ein Softie Casey ist. Was ist das? Single Pot Still Irish Whiskey, yeah. Aged 12 years. Steht das nur da drauf, damit es sie gut verkauft? Oder tatsächlich 12 Jahre gereift? Man darf munkeln. Wie denn? Andere Seite. Der erste Streich, den ich Casey gespielt habe. Ein Klassiker. Salz. Rausgetauscht. Zucker mit Salz oder was? Casey ist die Tochter oder wer war das nochmal? Du fehlst mir, Kleine. Bin bald wieder zu Hause. Und zu ihm hier kein Kommentar. Verflogene Liebe. Mama ist zwar nicht mehr da, aber wenn ich das hier lese, habe ich das Gefühl, dass sie noch hier ist. Saga, ich finde es wichtig, dass Logan sieht, dass du deine Arbeit liebst und wirklich gut darin bist. Dadurch wird sie einiges lernen. Es wird Zeiten wie diese geben, in denen du deine Entscheidungen, deine Kompetenz und sogar deine eigene Vernunft in Frage stellst. Denke in diesen düsteren Zeiten daran, dir selbst zu vertrauen und dich selbst so zu lieben, wie es deine Familie tut. Du wirst nicht perfekt sein, aber ich weiß, dass du Unglaubliches leisten wirst. Hab dich lieb, Mama. Oh. Dann wollen wir mal profilieren. Diese Tasse heitert mich immer auf. Nicht schlimmste Mama. Dank ihrer Intuition kann Saga neue Hinweise durch das Profiling interessanter Personen gewinnen. Nightingale. Schlimmste Person, Ritualmord. Agent Nightingale wird seit 13 Jahren vermisst. Wie ist er hier gelandet? Hoch vom See, der kein See ist. Es ist dunkel. Er war auch dort. Du darfst nicht in den See, bis er es dir erlaubt. Robert Nightingale stieg vor seinem Mord aus dem See heraus. Agent Nightingale wird seit 13 Jahren so, vermisst. Wiederholung. Ja. So, Ritualmord. Nightingale wurde als Opfer ausgewählt. Warum? Ich lege den Schalter um. Es macht Klick. Kein Licht. Aber da ist jemand. Jemand ist zu Hause. Es handelt sich dabei nicht um eine zufällige Gewalttat. Es war ein Ritual.
und Nightingale war Teil davon. Für sie war er keine Person, sondern eine Art Behältnis. Genau, das mit dem Klick, dafür bin nur ein. Erlen hat auch dieses, wie sagt man, nicht Medaillon von seiner Mutter oder was geschenkt bekommen. Das war doch irgendwie so ein rausgeschnittener Schalter, Klicker, irgendwie sowas, ne? Talisman, jetzt habe ich das Wort. Okay, sind wir hiermit fertig? Ne, da gibt's Neues. Opfer kam raus, kam aus. Ich stelle ein Profil einer Person. Nightingale kam vom Corden Lake. Ich spüre, dass Nightingale vom See gekommen ist, aber warum jetzt, nach 13 Jahren? Wo war er all die Zeit? Hoch vom See, der kein See ist. Es ist dunkel. Er war auch dort. Du darfst nicht in den See, bis er es dir erlaubt. Und mit er ist er gemeint, oder? Beweise. Okay, noch mehr. Hier können wir nichts auswählen. Nee, nur hier. Das haben wir aber schon, ne? Ja. Okay. Falltafel haben wir auch gerade. Gut. Dann wieder raus. Das ist ein Tatort, schau dir das Seeufer an. Der See steht mit Nightingale in Verbindung. Casey, sehen wir uns unten beim See um. Gehen Sie vor. Klingt gut. Hier lang, oder? Ja. Alter. Okay, dann warte ich einfach hier. Alter, vor Schönheit eben. Nickelbob, moin, 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 ich grüße dich. Heute sehr früh. Ist das eine der Vermutungen, Anderson? Für meine Verhältnisse. Ist etwas am See passiert? Ich glaube, Nightingale kam aus dieser Richtung. Vom See. Vermutlich auf der Suche nach Unterschlupf. Sie haben ihn erwartet. Wenn du Zeit hast, würde ich gern hören, was du bisher herausgefunden hast. Naja, so schwierig ist das nicht. Nightingale war allein nachts im Wald unterwegs. Und vermutlich nackt. Die Killer wussten, dass er hier war, lauerten ihm auf, zerrten ihn zum Zeltplatz, fesselten ihn an den Tisch und schnitten ihm das Herz heraus. Doch dann wurden sie von den Zeugen gestört, den Bookers. Der Auftrag ist damit nicht erfüllt. Hört sich ziemlich kompliziert an. Warum ist der Typ zu dieser Jahreszeit nackt baden gegangen? Den Teil habe ich noch nicht verstanden. Aha. Fragen über Fragen. Er ist vielleicht... Die Antworten warten auf uns. Dass Bäume so groß werden. Das sind sogenannte Mammut. Wie unheimlich. Mammutbäume, mein Freund. Sie müssen öfter mal raus. Aber irgendwie ist es schon unheimlich. Ja, stopp, hier, okay, suchen. Zum Thema Nacktbaden dieser Jahreszeit, weil es relativ kalt aussieht, ne, wie gesagt. Oder was ich eigentlich sagen wollte, vielleicht war unser Herr Nightingale oder ist unser Herr Nightingale ja ein fenter Verwandter mit irgendwelchen Skandinaven. Was ist das denn hier, ausgeschnitten? Das ist der Brust. Wer sind diese komischen Bilder, wo man seinen Kopf dann oder sein Gesicht durchstecken kann, damit man Fotos machen kann? Eine Hexe ohne Herz. Okay, ein seltsames Echo unseres Mörders. Das soll das also symbolisieren. Ja komm, Text. Witch Ladle. Ladle, wie immer. Es ist kein Wunder, dass der Cauldron Lake nach seiner ungewöhnlichen Kesselgestalt benannt wurde. Dennoch gibt es viele wundersame Geschichten über den See. Er soll angeblich ein finsteres Tor zur Unterwelt sein. Oder dass der See in Wirklichkeit der Kessel einer Hexe war. Achso. Die Legende besagt, dass ein örtlicher Sheriff, dessen Zuneigung nicht erwidert wurde, die betreffende Dame bezichtigte, ihn verhext zu haben. Sie wurde ertränkt, aber aus ihrer fallengelassenen Schöpfkelle wuchs ein seltsamer Baum, der Witch's Ladle genannt wurde. Die Dame kehrte jedoch wieder, um sich an den Schuldigen zu rächen. Wenn sie nicht schon vorher eine Hexe war, so war sie es jetzt. Sie tötete den Sheriff und ertränkte ihn im See. Dann entnahm sie sein Herz und verschloss es in einer Kiste.
Mit dem Herz wollte sie ihn aus dem See heraufbeschwören, um sich an ihm zu rächen. So lautet zumindest die Legende. Baba Boom. Wo läuft das Spiel? Spielst du mit Raytracing? Welche Grafikkarte hast du? Ich spiele auf PS5. Habe ich jetzt nur vergeben, einzugeben. Bei diesem Spiel macht es aber eh keinen Sinn, ob das, jedenfalls für mich nicht, ob das jetzt irgendwie, also grafisch gesehen. Du kannst das hierbei, glaube ich, einstellen, worauf der Schwerpunkt liegen soll. Ja, da, Grafik. Leistung oder Qualität. Jetzt kommt's. Ist scheiße. Ich hab da schon alles mitbekommen, mir ist es egal. Solche Spiele spiele ich lieber auf Konsole. Finde ich besser. Vom Handling her. Spuren. Barfuß. Yes, noch mehr. Von Nightingale? Sie führen unter den Felsen. Macht keinen Sinn. Ein Stück Papier liegt auf dem Boden. Ja, aufheben und lesen vielleicht? Ja, jetzt. Eine Seite zur Hälfte beschriftet. Kein Ausdruck. Mit Schreibmaschine verfasst. Altmodisch. Linien durchgestrichen und Notizen hinzugefügt. Ein Manuskript. Eine Seite. Der Mörder hinterließ eine Botschaft. Er ist für uns. Der Text handelt von uns. Das Opfer war einer der Iren. FBI Special Agent Robert Nightingale. Und dann war da noch diese Seite. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Die Worte zu lesen. Die Worte glichen einer Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren. Jemand, der mit ihnen spielte. Eine Einladung. Wie konnten sie ablehnen? Auch wenn sie wussten, dass es sie verletzen würde. Jemand hat uns beobachtet. Hier wird ein krankes Spiel mit uns gespielt. Sie hatten recht. Das ist genau mein Ding. Nightingale kam hier entlang. Entweder verlor er diese Seite, oder die Killer ließen sie zurück. Manuskriptseiten. Was haben Nightingale und diese Seite gemeinsam? Liest du in Sagas Gedankenraum? Okay, machen wir doch. Das Opfer, was? Return-Einladung. Achso, das ist dieses Kapitel. Das Opfer war einer der Iren. FBI Special Agent Robert Nightingale, der hier vor 13 Jahren verschwunden war. Jetzt war er plötzlich wieder aufgetaucht. Nur um genau an... Das hättest du eben gerade vorgelesen. War das nicht das? Um genau am Tag ihrer Ankunft in einem brutalen und blutigen Ritual ermordet zu werden. Und dann war da noch diese Seite. Die erste Seite, die sie gefunden hatten. Nicht die letzte. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Geheime Wahrheiten, die hinter der Schwelle zittern. Das Lesen der Worte, diese Worte fühlte sich an wie eine Botschaft, war eine... Das Lesen der Worte, diese Worte fühlte sich an wie eine Botschaft. Was? Jemand wusste, dass sie hier waren. Was sie vorhatten. Jemand, der ein Spiel mit ihnen spielte. Jemand, der sie an der Nase herumführt. Eine Einladung? Wie konnte sie diese nicht annehmen? Die schiere Kühnheit dieses unmöglichen Rätsels, das sich ihnen bot. Selbst wenn sie wussten, dass es sie verletzen würde. Ja. Genau so. Noch mehr? Ja, die Seite. Wir haben eine Seite im Wald gefunden. Eine Geschichte über diese Ereignisse. Welche Rolle spielt Nightingale dabei? Ich trage seine Worte jetzt nah an meiner Brust. Innen. Die schreckliche Wahrheit. Du musst sie ausgraben. Es steckt etwas in ihm drin. In seiner Brust. Ich muss wissen, was. Ja, warum, wir haben doch eben schon reingeguckt. Warum ist dir da noch nichts aufgefallen? Saga, Mensch.
Fußspuren, die unter dem Felsen hervorkommen. Opfer kam aus. Fußspuren, die unter... Achso, er ist durch einen Felsen hindurchgegangen. Das macht keinen Sinn. Nein, echt? Spur verloren. Spur verloren. Ich glaube, er kam vom See. Aber die Spuren ergeben keinen Sinn. Zu viele Unbekannte. Ergibt keinen Sinn. Stelle ich die falschen Fragen? Der Dinge verbirgt etwas in sich. Nochmal, da geht's weiter. So, zurück. So, bessere Übersicht. Ist hier sonst noch was? Hier gibt es mehr zu sehen, als ich dachte. Ich muss sie sogleich in der Stadt genau untersuchen. Ich trage seine Worte jetzt nah an meiner Brust. Innen. Die schreckliche Wahrheit. Du musst sie ausgraben. Das Lesen der Worte dieser Worte fühlte sich an wie eine Botschaft. Jemand, der ein Spiel mit ihnen spielte. Okay. Habe hier alles gefunden. Zeit, die Leiche zu obduzieren und nachzusehen, was sie verbirgt. Hier gibt es nichts mehr. Ich muss die Leiche zur Untersuchung in die Stadt bringen. Was. Gerade. Ach da, genau, da, Manuskriptseite. Ah, das hatte ich eben gerade schon gelesen. Ja. Da. Chef. Das Opfer war einer der Iren. FBI Special Agent Robert Nightingale, der hier vor 13 Jahren verschwunden war. Ah, die kann man. Jetzt war er plötzlich wieder aufgetaucht. Vorlesen lassen. Genau am Tag ihrer Ankunft in einem brutalen Ritual ermordet zu werden. Und dann war da noch die Seite. Die erste Seite, die sie gefunden hatten. Nicht die letzte. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Geheime Wahrheiten, die jenseits der Schwelle erzitterten. Das Lesen der Worte, dieser Worte, fühlte sich wie eine Botschaft an. Jo. War eine Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren. Was sie vorhatten. Jemand, der ein Spiel mit ihnen spielte. Jemand, der sie an der Nase herumführte. Eine Einladung. Wie konnten sie diese nicht annehmen? Die schiere Kühnheit dieses unmöglichen Rätsels, das sich ihnen bot. Selbst wenn sie wussten, dass es sie verletzen würde. Yep. Okay. Braucht man also gar nicht vorlesen. Ah. Okidoki. Ja gut, das kommt wahrscheinlich auch noch ins Spiel, ne? Im ersten Teil kam ja auch Serienausschnitte oder was das war vor, ne? Wahrscheinlich finden wir irgendwelche VHS. Kassetten. Unterwegs. Bum, bum, bum. Gut, der Raum ist noch verschlossen. Da geht es wahrscheinlich auch irgendwo hin. Casey. Ich glaube, dass etwas in Nightingales Leichnam gesteckt wurde. Die Deputies sollen die Leiche zur Leichenhalle bringen. Okay. Jetzt hier weiter, oder was? Nee. Karte? Card. Hier ist aber nichts markiert. Doch, da, der Tatort, aber da waren wir ja. Wer auch immer diese Seite schrieb, ließ sie wie eine Geschichte aussehen. Wie aus einem Thriller. Ich hasse das alles. Laut dem Text würden wir mehr finden. Ich glaube ihm. Aber aus welchem Grund? Sie verdrehen die Ereignisse, um ihre eigene Geschichte zu erschaffen. Aber wozu? Um eine Fantasie aufrechtzuerhalten? Ihre Wünsche zu projizieren? Sind wir Charaktere oder das Publikum? Zeugen ihres Entwurfs? Oder alles?
Es geht nur um Kontrolle. Die Entscheidung, was wem zustößt. Lassen Sie sich nicht reinziehen. Zu spät. Ich bin schon süchtig. Ich brauche das nächste Kapitel. Stimmt. Hey, Sie sind zurück. Gut. Gut erkannt. Ich hoffe, die tiefen Pfützen waren kein Problem. Heftige Überflutung da unten, oder? Genau wie ich gesagt habe. Bringen wir die Leiche zurück in die Stadt. Deputy, bringen Sie die Leiche für eine genaue Untersuchung in die Stadt. Sofort. Ja, aber der Gerichtsmediziner kehrt erst in einer Woche nach dem Hirschfest zurück. Kein Problem. Ich schaffe das selbst. Oh, und Sheriff Breaker hat angerufen. Er hat die Bookers im O'Dea Diner in der Stadt getroffen. Oh, und ich habe einen Schlüssel fürs Tor. So kommen Sie schneller zum Parkplatz zurück. Einfach den Hügel hoch. Das ist aber lieb. Schlüssel zur Abkürzung. Danke. Und so zurück nach Bright Falls. Holen wir das Auto und fahren wir nach Bright Falls. Ja, Moment, du hast eben gerade... Wir müssen mit den Zeugen, den Bookers, reden. Beim Diner, oder? Ich könnte einen Kaffee vertragen. Probieren wir die Abkürzung vom Deputy aus. Klingt gut. Ich glaube, ich habe was gesehen. Dauert nur einen Moment. Ich warte hier. Es wurde doch eben erwähnt, dass er irgendwas in der Brust hat, oder nicht? Dann würde ich da mal reinfassen, ganz beherzt und... beherzt, ne? Ich verstehe, hahaha. Und das, was auch immer da drin sein soll, rausziehen. Was anstelle des Herzens jetzt da die Stelle eingenommen hat. So, ja, wir müssen zurück in die Stadt. Aber wir haben ein riesen Gelände. Kommen wir hin wieder zurück, dass wir noch weitersuchen können? Oder wie funktioniert das jetzt? Also sonst würde ich jetzt einmal komplett hier rumrennen und gucken. Aber es ist ein Riesenort. Der Witch's Hut. Der Hexenhut. Witches Finders irgendwas. Da können wir sowieso nicht hin. Das soll wahrscheinlich hier ein See oder sowas symbolisieren, ne? Oder markieren. Das hier ist die Abkürzung, richtig? Richtig. Oder auch nicht? Hä? Wo ist er denn jetzt? Wo sind wir jetzt? Da runter. Ne, wir müssen noch zum Auto, oder nicht? Eine gruselige Zweigskulptur? Mhm. Ganz wie in The Blair Witch Project. Aha. Was da wohl drin ist? Ja. Ich sollte mir ansehen, wie ich das Ding aufbekomme. Du könntest auch einfach aus dem Kofferraum den Bolzenschneider nehmen und das Ding einfach aufschneiden. Das würde noch, naja. Verwirrt? Dann folge diesen Schritten. Hände waschen, Hühnchen aus dem Kühlschrank nehmen, ein Nickerchen machen. Haha. Hahae. Achso, Symbole. Verstehe. Also das ist auf jeden Fall die Kombination. So, aber welcher Satz symbolisiert welches Symbol? Oder welches Symbol symbolisiert welchen Satz? Ach, Leute. Ach, das sind... Hä? Ne, das sind immer die gleichen hier. Ja. Muss doch irgendwo auch hingekritzelt sein. Garden Professional. Professional. Kannst Kreis verwenden, um Sagas Taschenlampe zu aktivieren. Jawohl. Ah,
Hey Sie, Mr. Hirsch. Sie erinnern mich an einen Traum. Okay, drei Symbole. Eins, zwei unter dem Schrank da. Drei, das passt. Oder gibt's hier noch mehrere? Doch, da auch. Ah, okay, das habe ich verstanden. Nickerchen machen, da müssen wir irgendwie zu einem Bett. Hier ist kein Bett. Hände waschen, ins Badezimmer. Da müsste dann ein Symbol sein. Hier haben wir die Betten. Gehen die Schränke auf? Nein. So, das ist das Letzte. Oh, was haben wir hier denn? Mein Gott. Es fangen die Frösche wieder an, hochzukrabbeln. Lasst euch das eine Warnung sein, Eindringlinge. Angeblich handelt es sich bei dem See um eine Caldera. Die Senkgrube, die ein Vulkan nach dem Ausbruch hinterlässt. Aber was, wenn das nicht stimmt? Was, wenn es etwas anderes ist? Etwas nicht Natürliches, sondern etwas Menschengemachtes. Geplant? Ich glaube, dass der See nicht entstanden ist, sondern dass er geplant wurde. Und er hat einen Zweck. Der See ist ein Versteck. Unter der stillen Oberfläche verbirgt sich eine geheime Maschinerie, die mit einem Knopfdruck aktiviert werden kann. Und die Leute mit dem Knopf, die sitzen in dem großen Haus am See und bereiten sich vor. Ich weiß es. Erste Zeichnung, Wasserleitung. Echte Caldera ist aus dem Vulkan entstanden. Lava. Zweite Zeichnung, Wasserleitung, konstruierte Struktur. Seltsame Maschinen. Hä? So, da haben wir das Bild. Nee, nur Text. Irgendwas anderes gibt's hier nicht. Ja. Okay. Naja, so, Nickerchen machen. Da haben wir das Symbol. Dann haben wir ins Badezimmer. Hey, Casey. Dann haben wir das. Was ist der Lieblingswein des Waldes? Bitte, Anderson. Schluss mit den Wortwitzen. Der Zweigeld. Kapier ich nicht. Klar tun sie das. Ich auch nicht. Die check ich nicht. Badewanne. Nee, Hände waschen. Da, Waschbecken. Das ist okay. Hände waschen war das erste. Also das. Das war das letzte hier. Und da, Kühlschrank. Das ist okay. Hände waschen. Hühnchen aus dem Kühlschrank nehmen. Und ein Nickerchen machen. Halt, war da was angezeigt? Ja, hä? Achso, das ist irgendein Grafikfehler. So, wir haben nochmal die Kombination. Hände waschen, Hühnchen, also Hände waschen, Kühlschrank und Nickerchen. Hände waschen, warte mal. Was war das? Den Kühlschrank nehmen. Das. Mist. Okay. Ach, Spitze an Spitze, so, okay. Da auch nochmal überlappen. Hä? Sollen wir das gleiche oder was soll das hier sein? Nee. Da. Zwei. Okay. Und da das letzte.
Da, das ist schon mal richtig. Nickerchen machen. Dann Hühnchen aus dem Kühlschrank nehmen. Ne, Hände waschen, das war das. Und, ihr habt das doch jetzt. Dann folge die Schritte. Hände waschen. Hühnchen aus dem Kühlschrank nehmen. Ein Nickerchen machen. 1, 2, 3. Hände waschen. Hühnchen aus dem Kühlschrank nehmen. Andersrum. Hände waschen, Kühlschrank. Nee. Hä? Das wissen Sie, ne? Ich habe Flashbacks. Erinnern Sie sich an Ohio? Klar. Der Northside Slasher. Aber das war ein ganz anderer Fall. Die Bäume, Anderson. Er versteckt die Leichen im Wald. Hände waschen, das sind die Dreiecke, die seitwärts sind. Hühnchen aus dem Kühlschrank nehmen, das sind die, der am Kopf steht und der gerade ist. Und Nickerchen machen. Das ist das. Was soll das symbolisieren? Soll das jetzt hier zum Bett sein oder zum Fenster gehören? Und das hier zum Bild, ne? Ne, die Uhr ist das auch nicht. Hier, da haben wir doch. Nimm die Axt und scheiß die Truhe kaputt. So. Schlag die Truhe kaputt. Das ist nur Plastik. Hände waschen. Das ist auf jeden Fall das Symbol. Hähnchen aus dem Kühlschrank nehmen. Das ist das Symbol. Und Nickerchen machen. Okay, ich suche jetzt erstmal noch woanders rum. Du und dein UFO. Der ultimative Leitfaden zum Entdecken unidentifizierter fliegender Objekte. Ich schreibe das hier, falls es erneut passierte und ich es vergesse. Ich hatte wieder dieses Gefühl. Es überkam mich ganz plötzlich um 1.15 Uhr, nachdem ich meinen Arma ausgetrunken hatte. Aha. Und stieg ins Auto und fuhr los, um ihm hinterherzujagen. Es war eine
sternklare Nacht, doch der Mond war nur ganz winzig. Wie erwartet führte er mich an Bright Falls vorbei zum Cauldron Lake. Ich versuchte die richtige Stelle, das richtige Gefühl, den richtigen Gedanken, die richtige Kombination zu finden, um alles zusammenzufügen. Ich hatte Angst, dass es passieren würde, aber es passierte nicht. Nicht dieses Mal. Ich war frustriert, aber erleichtert. Ich suchte den Himmel nach den Formen der den Objekten ab. Aber es passierte nicht. Doch als ich wiederholt blinzelte, glaubte ich, das Nachbild eines Octaeders zu sehen. Was auch immer das sein soll. Es verblasste schnell. Octa, das ist doch Achteck oder sowas, ne? Irgendwas mit 8 auf jeden Fall. Als ich mich bereit machte, zurückzufahren, spürte ich, dass mich jemand beobachtete. Er war hier, aber gleichzeitig fern. Er ist es. Ich weiß, dass er es ist. Weiß er, dass ich mich nähere? Ich bin auf dem richtigen Weg. Es war richtig, nach Bright Falls zu kommen. War es das? Ist das eine Kinder-Lunchbox? Eine Alex Casey Film-Lunchbox. Casey hasst diese ständigen Witze darüber, dass er zufällig denselben Namen hat wie ein falscher Detektiv. Casey hasst diese miesen Noir-Bücher. Aber die Filme hasst er richtig. Wie gefällt dir das gestrickte Held? Ich habe es extra für dich anfertigen lassen. Manuskriptfragmente. Okay, so dann. Manuskriptfragmente werden verwendet, um Waffen im Gedenkraum zu verbessern. Aha. Drei Stück habe ich. Ah, okay, verstehe. Hallo? Jemand da drin? In dem Schneckenhäuschen? Von da sind wir gekommen, ne? Mal in die Mülltonne gucken. Okay, ist eigentlich immer noch hell genug. Naja, was soll's. Wozu haben wir sie denn? Oder wozu hat Saga sie denn? Montag, 3.9. Verdächtige Aktivitäten entdeckt. Der Melder glaubte, eine Bewegung im Gebüsch gesehen zu haben. Es wurden Fußspuren in der Gegend gefunden, aber einige wurden vom Melder beschädigt. Anmerkung für mich. Den Melder besser ausbilden. Dienstag, 4.9. Nichts zu berichten. Ein paar Tiere, wie immer. Mittwoch, 5.9. Nachts sind Jäger unterwegs. Wilderer? Ich habe ein paar Schüsse gehört. Nicht von uns. Wir müssen ein Auge auf diese Leute haben. Sonst erleben sie noch ihr blaues Wunder. Nicht eher das rote Wunder? Hey, Logans Geburtstag steht bevor. Ich brauche Ideen für passendes Spielzeug. Spielzeug? Sie ist 14, Casey. Okay, also was soll ich ihr kaufen? Ein Buch vielleicht. Etwas Gruseliges und Düsteres. Vielleicht liest sie dann wieder... Die Schriften von Herrn König sind eigentlich relativ gut, habe ich gehört. Ich kann da nur nicht für mitreden, da ich halt leider ein unbelesener Mensch bin. Ich brauche den visuellen Reiz, um mich für etwas begeistern zu können. Sie haben viel Müll zurückgelassen. Nicht sonderlich penibel. Oder es muss Sie wirklich brennend interessieren.
Was haben wir hier? Zack. Da ist selbst die Kühlbox vor Schreck aufgesprungen. Aha. Hier sind aber auch Symbole angekritzelt, da zum Beispiel. Naja, das ist wahrscheinlich das Symbol des Kultes, ne? Mit dem komischen Medaillon oder mit der Rakete, was man da gesehen hat am Anfang. Ja, die ist verschlossen. Vielleicht von hinten? Vielleicht liegt der Schlüssel ja auch hier unter der Lampe. Nope. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Das ist das Warenhaus, ne? Ja. Verschlossene Tür. Kultversteck. Hier geht es zurück. Nee. Ist gesperrt da hinten. Hier waren wir noch nicht. Oh, ist das denn ein Trompfänger? Ich sollte David anrufen, fragen, wie es Logan geht. Es geht Ihnen gut, Anderson. Warum sind Sie so besorgt? Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich war noch nie so weit von Ihnen weg. Sie kommen ein paar Tage ohne Sie zurecht. Noch eine Lunchbox? Mhm. Wer lässt die hier rumliegen? Tja, gute Frage, nächste Frage. Denk daran, es ist nur ein schlechter Tag, kein schlechtes Leben. Aber wenn du einen guten Tag hast, ignoriere die ganze Sache. Ein. Mhm. Ja, da waren wir. Da haben wir das entdeckt. Da ist das Tor, wo wir zurück in die Stadt wahrscheinlich kommen. Deswegen, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob man hier noch wieder hin zurückkommt oder ob man das jetzt einmal alles durchsuchen sollte. Bevor man irgendwas liegen lässt, da habe ich immer so ein bisschen Angst vor. Wenn ich wüsste, dass man hier sowieso wieder hin zurückkommt, wäre das eigentlich kein Problem, aber... Da ich es halt nicht weiß. Und das mit der Kombination, das ist ein bisschen merkwürdig. Warum das jetzt nicht klappt. Gleich zum Schluss, bevor wir abhauen. Auf jeden Fall nochmal hin und nochmal gucken. Oh, hier waren wir noch nicht. Das Moor. Hier geht's nicht weiter. Ach komm doch. Das Wasser ist zu tief. Egal. Ein beherzter Kopfsprung und dann einmal planschen. Das ist hier aber der Norden, ne? Also Alligatoren sollte es hier eigentlich nicht geben. Ah, schön. Alles durchnässt. Die Socken. Ich weiß gar nicht, ob das auch in irgendeinem Spiel schon so ist. Der Sound, ne? Nachdem man irgendwie so ins Wasser gegangen ist, ne? Der altbekannte... die altbekannten Sounds, ne? Die man dann macht, ne? In den Schuhen.
wenn die Socken nass sind. Da waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? In dem Haus da oben. Ja. Ach, dann von hier eben. Okay, nee, Licht ist aus. Sieht jedenfalls so aus. Draußen brauchen wir uns ja auch nicht. Noch scheint ja die Sonne für uns alle. Ah, was haben wir hier denn schönes? Ausrüstung. Oh, wir haben schon eine Knarre. Freitag. Mitch hat mir heute erzählt, dass ihre Familie wegzieht. Das ist echt ätzend. Ich habe ihr noch nicht einmal gesagt, dass ich sie wirklich mag. Was bringt das jetzt noch? Sie sagte, ihre Eltern würden einen besseren Job suchen und sie auf eine bessere Schule in einer großen Stadt schicken. Ich schätze mal, das ist vernünftig. Ja, hä? So. Wer will schon in diesem Kaff versauern? Sonntag. Ich hab's ihr gesagt. Sie hat aber nur Danke gesagt. Ein echter Tiefschlag. Montag. Gestern Abend habe ich mich wieder rausgeschlichen. Ich bin zu dem großen Haus am See gegangen, anstatt es wie sonst immer nur von hier aus zu beobachten und herumzusitzen. Scheiß drauf. Jedenfalls geht da unten etwas Seltsames vor sich. Ich werde herausfinden, was. Ich werde morgen mit besserer Ausrüstung wieder hingehen. Ich wette, ich finde einen Weg ins Leere des Gebäudes. Ins Innere des Gebäudes. Ins leere Innere des Gebäudes. Dann mache ich ein paar Fotos. Das wird episch. Da ist noch eine Lunchbox. Oh, da unten? Ich sehe da nichts. Da. Ich weiß, dass die Dinge hier ein wenig wild werden können, aber wenn du jemals Angst hast, denk einfach daran, dass Alan über uns wacht. Wieder nur eins. Ein bisschen hab ich, ne? Dabei ist in so einer kleinen Lunchbox doch Platz für reichlich Papierfetzen. Also bitte. So, hier hochkraxeln. Nichts hier? Sei. Kerzen und Paddel. Ein Witterschädel. Und ein großer Kessel. Mehr nicht? Nichts hier zum Einstecken, zum Untersuchen? Gar nichts? Hä? Hexenkessel. Die Witch's Hut. Hier lebte die Hexe vom Cauldron Lake. Achtung, ihr Geist sucht diesen Ort möglicherweise noch immer heim. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man hier nochmals hin zurückkehrt. Das ist ein guter Fall, oder nicht? Fälle sind weder gut noch schlecht. Das sind nur Fälle. Okay, aber Sie müssen zugeben, der hier ist besonders interessant. Bis wir hier wieder zurückkehren, wenn hier auch alles zappenduster ist, ne? So allein im Dunkeln im Wald. Das darf natürlich in einem guten Horrorspiel nicht fehlen. Eigentlich. Was haben wir hier? Aha.
gar nicht zugeordnet hier in den Schnellauswahl-Dingern. Und das dann irgendwie, da kann man sich angucken. Logans Talisman erhöht die maximale Gesundheit. Kehre nach Bright Falls zurück, nimm das Auto, zurück nach Bright Falls. Wegen. Mhm. Was ist das hier an Waffen? Munition? Batteriepack? Ah, okay. Und Schmerzmittel. Stellt eine kleine Menge an Gesundheit schnell wieder her und füllt mit der Zeit weitere Gesundheit auf. Okay. Gegenstände. Fünfer. Schlüssel ist abgezogen. Talisman Armband. Das Armband wurde von Logan für ihre Mutter angefertigt. Mit Haken zum Anbringen von Anhängern. In die Taschenlampe. Okay. So, da können wir dann noch mal gucken. Hier waren wir gerade. Da waren wir auch. Da waren wir. Fehlt eigentlich nur noch hier unten, ne? Was haben wir hier? Das Hexenschild? Ne, da am See waren wir ja, ne? Obwohl, nur hier. Da doch nicht, oder? Naja, dem auch sei. Oder? Warenhaus. Da bin ich hochgegangen. Da waren wir wahrscheinlich auch. Ja, gut, dann gehen wir erstmal hier hoch. Telefonzelle. Mitten im Wald. General Store. Achso, das ist genau da zum Warenhaus. Nee, da oben ist ja auch nochmal ein kleines Camp. Abgesehen von den Morden ist das ein schönes Städtchen. Der Wald. Die gemütliche Hütte. Wir sollten mal wandern, wenn wir Zeit haben. Das war einfach nur gemein, Anderson. Die Deputies sind der Sache nicht gewachsen. Hoffen wir, dass der Sheriff hilfreicher ist. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. So etwas Grausames sehen sie bestimmt nicht oft. Nicht alle Tage. Noch eine dieser Lunchboxen. Ja. Mein Papa sagte immer, wenn es hart auf hart kommt, dann legen die Starken los. Nicht sicher, wo die Starken losgehen, aber vielleicht findest du es inspirierend. 2. Mortar Falls. Dieses gewaltige Naturereignis weckt den Geist genauso wie die Natur in der Umgebung. Das aufgewühlte, brodelnde Wasser am Fuße des Wasserfalls ähnelt einem Mörser und Stößel, wie ihn die Hexe von Cauldron Lake benutzt haben soll, um durch den nächtlichen Himmel zu fliegen. Natürlich. Hä? Mit Mörser und Stößel? Damit durch die Luft fliegen? Das weicht jetzt aber irgendwie ein bisschen stark vom klassischen Bild einer Hexe ab. Normalerweise immer so ein Besen. Ja, da waren wir. Das ist der kleine Wanderpfad. Da haben wir jetzt die Fragmente bekommen. Da, ja. Okay, wir können oben rum oder hier unten. Was jetzt? Ich muss zurück. Okay. Ich habe einen Fall zu lösen. Da geht's also nicht weiter. Gut zu wissen. Dann hier jetzt runter und nach links. Mhm.
Ich habe noch nicht alles durchschaut. Herz entfernt, ein Stativ, Spuren, die in eine Sackgasse führen. Ein Kamerastativ? Hä? Einen Snufffilm zu drehen? Vielleicht. Und warum das Herz entfernen und dann wegwerfen? Damit wir etwas finden können. Ist halt eine Win-Win-Situation, ne? Kann man nebenbei noch ein bisschen Geld machen. Wenn man so ein Ritual filmt. Dann Vintage anbietet. Da gibt es ja haufenweise Abnehmer für. Bei ca. 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Das ist ja auch kein Wunder. Wenn so viele Langeweile im Leben da ist. Man zu viel Geld hat. Und nicht weiß, wohin damit. Und da sind wir gekommen. Da waren wir noch nicht, ne? In den Ferienhäusern. Hier ist Zaun. Ehrlich gesagt habe ich gerade so kleine Jurassic Park Vibes. Wenn ich so den Zaun sehe, mit dem ganzen, ne, hier drumherum gestrüppt. Ich muss das zerschneiden. Ach, jetzt kommt der Bolzenschneider ins Spiel, ne? Mhm. Aber bei den anderen Sachen, da müssen wir Kombinationen finden. Ansonsten kriegen wir da natürlich nicht auf. So, Schlüssel für Abkürzung, Schlüssel zum Tor, Abkürzung Cauldron Lake. Hä? Das ist das Ding? Nein, ist er nicht. Okay, also Ferienhäuser auch erstmal tabu. So. Da ist aber noch ein potenzieller Eingang. Da, ja. Runter nach rechts. Eine Seite. Zeitung. Ey, ey. Viel zu lesen. Chaos am Cauldron Lake. Randale in den Ferienhäusern. Ein Unbekannter greift Urlauber mitten in der Nacht an. Ein Unbekannter greift Urlauber mitten in der Nacht. Warum ist hier... Ach, wegen dem Bild oder was? Am Sonntag an. Ein gemütlicher Abend mit Grillen und Angeln wurde am Samstag jäh gestört, als ein unbekannter Angreifer die Parkbesucher überfiel und in den Hütten für Chaos und Zerstörung sorgte. Bei dem Vorfall wurden 3 Personen verletzt, von denen eine in das örtliche Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Polizei von Bright Falls hat noch keine offizielle Erklärung abgegeben. Ob der Angreifer noch auf freiem Fuß ist und die Anwohner noch keine Erklärung abgegeben. Ob der Angreifer noch auf freiem Fuß ist und die Anwohner sind im Ungewissen. Aha. Die Zeugen des Verbrechens waren deutlich erschüttert. Einer von ihnen sagte: Gerade haben wir noch gelacht und Marshmallows gegrillt. Und im nächsten Moment hörten wir Schreie aus den Hütten. Wir wussten nicht, was los war. Also riefen wir die Polizei und rannten in die Gegenrichtung, sagte Kurt Mill. Ein anderer Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, meinte: Es war, als wäre er aus dem Nichts aufgetaucht. Plötzlich fing mein Hund an zu bellen und dieser Psycho kommt durch die Bäume gerannt. Ich glaube nicht, dass ich mich im Wald jemals wieder sicher fühlen werde. Ein Vertreter der Ferienhäuservermietung, der anonym bleiben wollte, erinnert die Kunden daran: Wenn Sie vorhaben, in diesem Sommer in unseren schönen Hütten zu übernachten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, da wir möglicherweise einige Reservierungen aufgrund des Zustands der Hütte, die Sie bei uns gemietet haben, umdisponieren müssen. Der Vertreter wies künftig und mögliche Gäste auf die wundervollen Einrichtungen hin, die in den Broschüren des Betriebs und auf der Webseite zu finden sind. Das ist wirklich schön. Auf dem neuesten Stand der Technik. Mein Neffe hat sie erstellt und er ist ein echtes Computergenie. Nein. So, den Cursor einfach rüber. Bright Falls eigene virtuelle Backmeisterin. Aha. Die ganze Familie der kleinen Sally Upton brach in Jubel aus, als sie in diesem Wochenende das große Spiel gewann. Hat sie Fußball gespielt? Tennis? Nein, in dieser schönen neuen Welt
in der wir leben, feuerte sie ihre Familie bei einem Spiel an, das nur auf der Datenautobahn existiert. Der Titel des Spiels lautet Mega Baking Star. Bei dem Spieler versuchen die leckersten Naschereien und süßesten Speisen für die virtuellen Preisrichter online zuzubereiten. Riot Falls möchte Sally zu ihrem großen Gewinn gratulieren. Ja, natürlich. Hält eine Wanderung am Tag Depressionen fern? Es ist zwar ein sonniger Julitag, aber es ist nie zu früh, sich Gedanken über die düsteren Herbstmonate zu machen. Denn wenn man das große Ganze betrachtet, stehen diese todtraurigen Tage praktisch schon vor der Tür. Haben Sie schon Vitamin D getankt? Wahrscheinlich nicht. Aber für alle, die denken, es muss doch einen anderen Weg geben, gibt es gute Neuigkeiten. Nachrichten. Sowohl als auch. Wandern ist erwiesenermaßen unglaublich gut für das mentale und emotionale Wohlbefinden. Also gehen Sie raus und werden Sie aktiv. Vergessen Sie dabei nur nicht Ihre Taschenlampe, falls es dunkel wird. Vermisster Dobermann auf Wanderweg gefunden. Ein herzliches Wiedersehen gab es am Wochenende, als Mrs. Amanda Smith mit ihrem geliebten Hund Coffee Bean wiedervereint wurde. CB, wie ihn seine Besitzerin nennt. Aha. War seit 3 Tagen verschwunden und Mrs. Smith hatte Angst, dass sie ihren besten Freund nie wiedersehen würde. Als ich den Anruf erhielt, traute ich meinen Ohren nicht, sagte sie. Ich muss mindestens 7 oder 8 Mal gefragt haben, ob das ein Traum war. Es war sogar 9 Mal, bestätigte Ranger Stevenson, der Mann, der die Suche nach dem entlaufenen Hund geleitet hatte. Es ist selten, dass man solche Notrufe erhält, und ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit dazu hatte, bei der Suche mitzuwirken. Bei all den Raubtieren da draußen muss man den Leuten normalerweise sagen, dass man ihre Hunde tot aufgefunden hat, dass ihre Katzen aufgefressen wurden, und genau deshalb war es so schön, gute Nachrichten zu überbringen. Auch wenn Coffee Bean in einem ziemlich schlechten Zustand ist. Das Fell wird sicher wieder nachwachsen, aber, naja, ich denke, das ist alles, was ich dazu sagen sollte. Ende der Geschichten. Okay, da hoch kommen wir jetzt nicht, das war's. Genau, da ist zu, da können wir noch hoch. Ja, links rum, dann da hoch. Oder nicht? Da, nee. Gehen wir erstmal hier lang. Hier irgendwas? Nein. Nee, hier sind wir ja runtergegangen. Okay. Da war ich also nicht zurück, sondern. Gut. Nee, da waren wir. Okay, und da lang. Okay. Hier lang, da ist auch wieder ein kleines Camp. Ach, hier ist das Loch im Zaun. Hier geht's wieder durch. Yes. Okay. Sorge. Das ist echt ein Polizist. Sie können sich auf uns verlassen, wie auf die. Die. Das war wunderschön, Thornton. Okay, sind wir gut. Das ist der Haupt, ne? Aber warum sollten wir denn? Oder haben wir jetzt einen Schlüssel bekommen? Und ich verstehe es nicht ganz. Also gut. Fahren wir zurück zur Stadt und treffen uns mit dem Sheriff im Diner. Nein, noch nicht. Schnell, bevor die Szene triggert. Ich werde mich umsehen. Bis später. Lassen Sie sich Zeit.
Jetzt bin ich immer mal gespannt, ob das der Schlüssel ist da unten für das Tor. Hau ab, Mücke, du lebst gefährlich. Ah, da können wir nicht lang, da müssen wir hin. Eieiei. Sind wir gekommen. Hier hoch. Dann gehen wir jetzt mal hier links lang. Das ist aber auch egal, oder? Genau, hier ist ja der Store geschlossen. Da ist das Altar. Ne, hier waren wir ja schon. Bin ich denn da? Job gebogen. Alles zu? Oh, nö. Hier liegt nichts? Nö. Dabei ist es doch... Ja. Ein prädestinierter Ort dafür, irgendwelche Sachen hier zu verstecken. Manuskriptschnipsel, Lunchboxen... Okay, hier gibt es nichts zu sehen. Hier war das Dingens. Alter Mücke, du bist gleich fällig. Ich sag's dir nur, dass du Bescheid weißt. Dass du dann so weißt, wenn du zum Mückenhimmel aufsteigst, dass du selber schuld warst. Das haben wir gelesen. Ah, und hier ist es. Okay, ja. Gut, sind wir unten fertig. Okay, da unten waren wir dann. Dann fehlt jetzt nur noch ja einmal das Tor überprüfen da unten in der Ecke, das rote da. Und die blöde Box. Warum das nicht aufgeht. Und dann zurück. Mit dem Auto in die Stadt.
So, komm jetzt, das kann doch nicht so schwer sein. Verwirrt, dann folge diesen Schritten. Hände waschen, Hühnchen aus dem Kühlschrank nehmen, ein Nickerchen machen. 1, 2, 3. Symbole. Aber ansonsten keine weiteren Hinweise. Man kann noch nichts anklicken hier. Ja, genau so. Mhm. Magie. Das Haus ist voller Magie. Schränkchen. Nee, das ist falsch. Warte mal, Zacken unten. Links, Zacken unten, rechts oben. Links, Zacken oben, rechts unten. Rechts oben. Rechts unten. Ah, das sind zwei Symbole, nur halt spiegelverkehrt. Nickerchen machen. Da wird das. Das haben wir gelesen. Okay, hier brauchen wir Zacken unten rechts. Rechts, Zacken unten. Rechts, Zacken unten. Zacken oben. Zacken unten. Hühnchen. Wo ist denn das da? Ja! Wunderbar. Okay. Nehmt euch nichts, wenn ihr nicht zu den Bäumen gehört. Hä? Bäume brauchen 9mm Patronen und was ist das? Okay. Naja, wir haben es geschafft. Was ist das denn? Traumakissen. Kraftbandage. Stellt eine beträchtliche Menge an Gesundheit wieder her. Okay. Suki, gut, dann geht's jetzt zum roten Tor da unten. Hier ist richtig, ne? Nein, das ist falsch. Wir müssen da hoch. So, jetzt gucken wir mal. Ja. Hallo, ich bin Agent Anderson und das ist Agent Casey, FBI. Wir möchten Ihnen gerne ein paar Fragen zu einer laufenden Ermittlung stellen. Ja, danke fürs Gespräch. Ich wollte sagen, das war doch eine eindeutige Antwort. Lake House. Okay, nee, dann fertig. So, Schlüssel für die Abkürzung, das verstehe ich jetzt nicht. Hier hoch wahrscheinlich meint der, ne? Ja. Okay, jetzt geradeaus und dann rechts hoch. Ah, hier, siehste. Na, na, na. Ja, toll. Wozu braucht man einen Schlüssel, wenn die sowieso aufgebrochen wird hier mit der Schulter? Wieder nix. Nee, nee, ist nichts.
Was haben wir hier denn? No. Das wird dann erst später relevant. Jedenfalls gehe ich davon aus. Weil hier ist noch die Leiter oben. Wahrscheinlich müssen wir uns die dann irgendwie runterziehen, weil irgendwas hier kaputt geht und wir müssen hier was reparieren oder austauschen oder. Noch eine Alex Casey Lunchbox? Mhm. Die letzte, glaube ich, für heute. Wir sitzen alle im selben Boot, Held. Ich wünsche dir einen heldenhaften Tag. Wusch, zwei. Nee, dahinter ist nichts. Okay. Supi. Super duper. Auch nix. Ach so. Nur Licht von der Sonne. Nix. Ah, die ist zu. Guck an. Oder auch nicht. Nur diesmal nicht mit der Schulter auf, sondern ganz normal mit der Hand. Das Federal Bureau of Control? Das ist ja mal was Neues. Toxisches vulkanisches Gas. Das FBC ist eine ominöse Abteilung, die nur für seltsame Fälle auftaucht. Was ist so ungewöhnlich an vulkanischem Gas? Keine Ahnung. Oh, links oder rechts? Das hatten wir doch eben auch, oder nicht? Rechts erstmal hoch. Okay. Können wir nur runterjumpen. Da sind wir. Verlaufen, Ender. Nö. Warum? Von der Sonne gekommen. Hier gibt's noch eine kleine. Ich möchte mich kurz umsehen. Sie wissen ja, wo ich bin. Nee, auch hier nichts. Okay. Wir gehen zu Fuß schon mal. Kannst ja im Auto hinterherkommen, Casey. Cassie. Natürlich nicht. Das ist nicht der richtige Weg. Doch ist es. Aber die falsche Fortbewegungsmethode. Um voranzukommen. Ach ja, ich will da noch kurz in den Gedankenraum. Usch. So, haben wir denn irgendwas Neues hier? Fälle. Golden Lake. Da haben wir was Neues. Profil des Mörders. Haben wir irgendwelche Hinweise? Nein, haben wir nicht. Da ist auch nichts Neues, ne? Nein. Da, Casey Lunchboxen. Relevante Orte, Fälle erfassen Objekte und Informationen, die Saga erworben hat, um den Fortschritt der Sammlung aufzuzeichnen. Lunchbox von Alex Casey. Es kann kein Zufall sein, hier eine Casey-Film-Lunchbox zu finden. Noch eine Botschaft? Möglich. Oh, wusch. Yes, das.
Ich habe eine merkwürdige Lunchbox gefunden. Wer hat sie hier zurückgelassen? Vielleicht gibt es noch mehr. Lunchbox von der FBC-Überwachungsstation am Cauldron Lake. Denken. Nicht hierfür. Dankeschön. Bright Falls. Nein. 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 Was ist das hier? Cauldron Lake. Da können die mal passen. Jupp. In der Notiz steht, okay, das habe ich alles schon vorgelesen. Einfach nur dazu stecken. Nee, da ist auch was Neues. Na, komm. In der Notiz steht, wir stecken zusammen drin, Held. Was hat das zu bedeuten? Wer hat sie zurückgelassen? Der Verfasser lädt diese Notizen zur Inspiration. Der Verfasser lässt diese Notizen zur Inspiration zurück. Sind sie wirklich für mich bestimmt? In der Notiz darin wird Alan erwähnt. Alan Wake? Was zur Hölle ist das? Weißt du, genau das musste ich hören. Danke, Lunchbox-Autor. Und die letzte. In dieser Notiz steht, dass das Gestrickte für mich bestimmt ist. Wo weiß die Person, dass ich stricke? Woher weiß die Person, dass ich stricke? Oder ist das nur ein Zufall? Tja, Fragen über Fragen. Nee, ist nichts Neues. Dauert noch, aber da haben wir keine Hinweise für. Okay. Karte, Denktafel. Gedenktafel oder? Gedenkraum. Gedenktafel. Manuskriptseiten, ja, da haben wir nur die eine. Achso, wir können ja hier erstmal gucken, ob wir auch schon verbessern können. Das ist das Profiling und dann haben wir die Waffenverbesserung. Okay, nein, noch nicht genug. Das Profiling haben wir auch nichts Neues, ne? Nein. Waffenverbesserung 9. Achso, hier ist die, okay. Noch 11. Dann was? Noch 11. Mhm. Ach so, 11, hier, Hirschköpfe oder was, die wir finden können, sollten, müssen oder was? Um irgendein Goodie zu bekommen. Gut, raus und Mission abschließen. Ah, wir können los. Ah, ich soll fahren. Weil sie soll fahren. Ja. Bright Falls. Buja. Geschafft. Ich bekomme die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Killer haben sich bisher noch nie so direkt gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer Technik und ihren Vermutungen. Geht schnell voran. Ich wusste nicht, ob ich so einen Fall annehmen sollte, aber ich bin echt auf dieses Mysterium gespannt. Also der erste Eindruck finde ich auf jeden Fall. Ich meine, gut, was kann man jetzt so nach 13 Jahren erwarten, ne? Auf jeden Fall, dass es sich verbessert hat. So die Aufmachung und auch... Müssen Sie noch zur Lodge, um was von der Außenstelle zu besorgen? Bin bereit. Ich parke trotzdem hier. Ich möchte zum Diner und mir die Stadt ansehen. Okay,
Okay, wieder ein Riesenareal zum Erkunden. Das Diner befindet sich direkt am Wasser. Lassen wir den Sheriff und unsere Zeugen nicht warten. Ich rieche Kaffee. Bäh. Bittere Plörre. Ach, wir haben noch keine Karte. Eiskold. Damit hätten wir geklärt, ob Haustiere beim sein sollten. Für alle, die gerade erst einschalten, ihr hört die Padmains Radio. Ich sehe mir kurz was an. Bin gleich wieder zurück. Okay. Was für ein ereignisreicher Tag hier in Bright Falls. Inzwischen wissen wir alle, dass das FBI in der Stadt ist. Und ihr habt bestimmt die gleichen Fragen wie ich. Haben Sie den ganzen Regen mitgebracht? Das Hirschfest steht kurz vor der Tür und wir hoffen alle auf Sonnenschein. Deshalb habe ich unsere beste Meteorologin nach dem Wetter gefragt. Sie hat mir nicht geantwortet, aber ich spreche jetzt mit ihrem Onkel Tapio Swatery. Tapio, sind Sie da? Ja? Wunderbar, Tapio. Wie lautet die Wettervorhersage für heute? Sieht auf jeden Fall danach aus. Und der Wetterbericht für nächste Woche? Erneut Regen. Geht es vielleicht etwas genauer? Zum Hirschfest vielleicht ein paar Sonnenstrahlen? Nein. Naja, das Hirschfest steht bevor. Egal ob Regen oder Sonnenschein, das Line-Up sieht toll aus. Ja, diese Parade gefällt mir, weil es einen Schwanenfestwagen gibt mit langem Hals und so weiter. Ein riesiger Schwan. Ah, Sie mögen also Schwäne? Nein. Okay, damit sind wir am Ende. Nach diesem Song von National Nightmare sind wir gleich wieder zurück. Ein riesiger Trauerschwan, ne? Ach, da. Radio. Padmine Main Show, 1 von 9. Tapios Wetterbericht. Diverse Künstler. National Albtraum, Schmutz. 1 von 8. Damit hätten wir geklärt, ob Haustiere beim diesjährigen Kuchenverkauf erlaubt sein sollten. Für alle, die gerade erst einschalten, ihr hört die Padmains Radiostunde, präsentiert von Davis Family Moose Jerky. Was für ein ereignisreicher Tag hier in Bright Falls. Inzwischen wissen wir alle, dass das FBI in der Stadt ist und ihr habt bestimmt die gleichen Fragen wie ich. Haben Sie den ganzen Regen mitgebracht? Das Hirschfest steht kurz vor der Tür und wir hoffen alle auf Sonnenschein. Deshalb habe ich unsere beste Meteorologin nach dem Wetter gefragt. Sie hat mir nicht geantwortet, aber ich spreche jetzt mit ihrem Onkel Tapio Swatery. Tapio, sind Sie da? Ja? Wunderbar, Tapio. Wie lautet die Wettervorhersage für heute? Regen. Sieht auf jeden Fall danach aus. Und der Wetterbericht für nächste Woche? Erneut Regen. Geht es vielleicht etwas genauer? Ja, das hatten wir gerade, ne? Vielleicht ein paar Sonnenstrahlen? Nein. Naja, das Hirschfest steht bevor. Ja, doch, das hatten wir ja, scheiße. Das ist ein Albtraumschmutz. Okay, ich glaube, dass die Kassetten sammeln, naja, das kann man, glaube ich, erstmal weglassen. Flooded. Moin. Okay. Nicht sehr gesprächig. Brauch einen Bolzenschneider. Ja.
Hier auch? Nee, damit können wir gar nicht interagieren. Fest. Ich glaube, sie möchte irgendetwas loswerden, so wie sie aussieht. Hi. Das war's auch schon. So müde. Bloß noch ein paar Tage. Geh doch ins Bett, Abraham. Was ist überhaupt deine Kopfbedeckung? Der bekannte Zylinder. Bloß noch ein paar Tage. Naja, wir sind FBI, wir dürfen das. Einfach mal hinter die Rezeption da gehen. Wir werden hier durchsuchen. Zeit. Bis dann. Das ist aber kein klassischer Köhl, ne? Oh, bitte nicht stören. Dann wollen wir das auch nicht tun. Zulassen. Auflassen. Oh, oh. Achso, das ist eine Blümchen. Dachte schon ein wenig Blut. Ein neuer Fall. Ah, aber da ist was. AW, Cauldron Lake. Überprüfung von Neuigkeiten und Gerüchten mit Fokus aus 2010. Querverweis mit alten Fallakten des NYC-Kults. Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten in der Methodik. Teil einer Serie. Herausfinden, wie der köstliche Kaffee im Diner heißt. Oh, bitte nicht stören. Bitte nicht stören. Hier können wir rein. Bewegt sich nicht. Okay, oder auch nicht. Auch nicht. Fertig. Noch ganz gut. Hallöchen. Alter, das ist wirklich nicht gerade klein hier. Da komme ich nicht durch. Ach, guck mal hier. Auch ein Gedenkraum. Der hat wohl jemand die Idee geklaut. Saga, würde ich mal jetzt beanstanden. Nee, das ist der Raum. Unser Gedenkraum. Okay. Ruhe in Frieden. Ja, das ist der zweite. Okay, der steht wohl schon eine längere Zeit hier, ne? Also entweder ist die Mikrowelle kaputt oder... Guck mal, das Glitzer auf seiner Haut. Ist er im Schwitzen? Steckt er seinen Kopf da rein oder was?
Ach nee, das ist jetzt hier überall, das ist so, keine Ahnung, Sonnenglanz. Ah, der ist mit sich selbst beschäftigt. Saturday Night Fever, ja, kenne ich auch. Oh. Da war's. Genau, die Karte ist. So, da haben wir sie. Ja, doch. Wie viel Kaffee hast du denn heute getrunken, Charlie? Willkommen einiges zurück, Anderson. Ich weiß von nichts. Wie viel hast du getrunken? Nicht genug. So viel steht fest. Alter, es ist so heiß in diesen Anzügen. Findest du nicht? Charlene, fühlst du dich nicht auch so? Das geht mit bloßen Händen nicht auf. Weißt du nicht, dass die Menge Koffein, die du heute getrunken hast, was damit zu tun hat? Keine Ahnung, wovon du da sprichst. Ach, das ist die Hölle. Ich hasse dich. Oh, lass uns das Thema wechseln, bitte. Ja, mach mal. Also ich gehe mal davon aus, dass sie sich jetzt die ganze Zeit hier nicht entscheiden können, wo es hin soll, wie hoch es soll. Egal, wie lange man hier stehen bleibt. Oh, dear. Süß. So, was hat sie vor? Sieht doch überhaupt nicht verdächtig aus. Mit ihrem Anzug und hier in der Ecke irgendwie, ne? Vor einer Mülltonne. Sie hat auch keinen Kommentar abzugeben. Bin gleich wieder zurück. Okay. Okay, ich glaube, nee, das dauert auch wie im ersten Teil mit den ganzen Gegenständen viel zu lange. Dann konzentriere ich mich jetzt wirklich nur auf die Story. Anstatt hier alles zu durchsuchen. Dreck, was? Aha. Graffiti der Stadt. Ja. Nämlich nur das mit, was ich unterwegs finde. Haben Sie sich verlaufen? Lass mich raten. FBI. Willkommen in Bright Falls. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe Kaffee mitgebracht. Den besten in Washington. Schön, Sie kennenzulernen. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich würde auch noch einen nehmen. Ich bin Agentin Saga Anderson. Das ist Agent Alex Casey. Tim Breaker. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. Ihre Deputies meinten, Sie hätten hier ein paar Zeugen. Sie ließen sie wie Verdächtige aussehen. Mulligan und Thornton reden immer noch davon? Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bookers jemanden ermorden würden. Aber überzeugen Sie sich selbst. Sie beruhigen sich gerade drin bei Kaffee und Kuchen. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Casey, du vergleichst die Notizen mit dem Sheriff. Lassen Sie sich Zeit. Hm. Wir haben die Fallakten durchgesehen, die Sie geschickt haben, Sheriff. Wir hatten außer den bekannten Opfern noch mehr Leute. Ja, das ist das bekannte Diner auch aus dem Essen teilen. Ne? Haben Sie übernommen? Was? 2010 gab es die Jukebox ist kaputt. Das arme alte Ding hält es nicht aus, dass immer und immer wieder derselbe Song gespielt wird. Ich meine, mir gefällt Coconut auch sehr, aber irgendwann reicht's. Hi. Ich kann das einfach nicht glauben. Mir ist immer noch flau im Magen. Iss ein Stück Kuchen, Ed. Das wird dich auf andere Gedanken bringen. Sind Sie die Bookers? Entschuldigen Sie. Ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo, Officer. Nennen Sie mich Saga, Ed. Also, werden wir nun für etwas angeklagt? Wenn nicht, würden wir uns gerne ins Hotel zurückziehen und verarbeiten, was wir gesehen haben. Ein Bad nehmen, in ein Kissen schreien. Sie wissen schon. Wir klagen Sie nicht an. Ich habe nur ein paar Fragen. Immer mit der Ruhe, okay? Sind Sie mir was jetzt? Warum waren Sie hier? Ja. Was haben Sie im Wald gesehen? Dieser nackte Typ stieg aus dem See heraus. Er war total verrückt und hat uns angeschrien. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen.
Es sei denn, Nacktbaden ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen mit Hirschmasken über den Weg. Sie haben den nackten Typen mit Messern bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Ach, die waren das. Aber hatten die nicht auch eine Maske auf oder war die Kamera nur gerade irgendwie falsch positioniert? Warum glaubst du, dass es ein Kult war? Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Wegen der Masken und den Messern? Ich meine, sie haben der Kult des Baumes, der Kult des Baumes, der noch Kult nie des Baumes gerufen. Noch nie was von... Oh, und wir haben etwas... Ed! Die ganze Sache war furchterregend. Das ist alles. Noch nie was von Messerkuchenpartys gehört? Oh, Profiling, okay. Warum waren Sie im Cauldron Lake? Was haben Sie letzte Nacht am Cauldron Lake gemacht? Ich bin Schriftstellerin. True Crime. Wir kommen aus New York, weil wir mehr über den vermissten Schriftsteller Alan Wake herausfinden möchten. Ich habe mich unten am See umgesehen. Alles ganz legal. Und das war es auch schon. Ah. Ist die Lampe mal wieder kaputt? Oder die Birne? Das ist der nächste. Die tun mir wirklich leid. Der gerade gerölt? Begröhrt, wie man das sagt? Noch nicht ganz tot, der Gute. Oder die Gute. Ne, der Gute, ne? Die Böcke kriegen nur Hörner. Die Weibchen doch nicht. Dafür brauche ich ein Werkzeug. Genau. Rühren. Achso, Stofftier. Tja, niemand da. Wo ist die Bedienung? Gedenktafel. Was haben wir hier denn? Die Bookers sprachen von mehreren Angreifern mit Hirschmasken im Sprechchor, die den Typ mit Messern bearbeiteten. Profil des Mörders. Das ist eine organisierte Gruppe von Mördern. Kein einzelner Serienmörder. Kein Serienmörder, organisierte Gruppe, die ein Ziel verfolgt. Was haben wir denn? Fall abgeschlossen. Abgeschlossen, aha. Der Kult des Baumes steckt hinter den Morden. Dieser Fall ist gerade viel komplizierter geworden. Ich muss eine neue Akte anlegen. Aber das ist mein erster Kultfall. Aufregend. Huhuhu. Ja gut, die Akte ist jetzt abgeschlossen. So, Stempel drauf, jawohl. Da haben wir nichts Neues, ne? Gut, Verstecke. Vielleicht gibt es in den Verstecken Hinweise über den Kult. Ich muss die Augen offen halten. Bum, bum. Verstecke. Ich habe einen Kultistenversteck entdeckt. Ich sollte die Augen nach weiteren offen halten. Bright Falls, was ist da oben? Kultverstecke in Curtain Lake. Was haben wir hier? Versteck in der Nähe eines Wohnwagens im Curtain Lake. Was? Eine Schließkassette mit einigen nützlichen Kultvorräten. Aha. Fälle. Da haben wir was. Kult des Baumes. Mord an Cauldron Lake. Ist auch noch lange nicht abgeschlossen.
Hintergrundfälle. Sammeln Hinweise über breite angelegte aktuelle Themengebiete. Ich muss mehr über den Kult des Baumes wissen, wenn ich ihm Einhalt gebieten soll. Kult des Baumes. Um einen Kult aufzuhalten, müssen wir ihn verstehen. Die Ideologie, das Ziel, die Mitglieder. Welche, was? Das ist auch ein bisschen blöd gemacht. Die Lampe ist direkt davor. Kann man gar nicht lesen. Welche Art von Kult? Kultziel? Wer ist involviert? Kultisten trugen hier Schmasken. Kultpsychologie. Wenn sie ihre Gesichter verbergen, sind sie nicht etabliert genug, um offen operieren zu können. Verbindung zum Hirschfest? Höchstwahrscheinlich. Drecksgraffiti in der Stadt. Kultziel? Nein. Wer ist involviert? Dahin. Nope. Da oben. Kultsymbole. Das Graffiti ist nicht zu übersehen. Hat es eine tiefere Bedeutung? Drecksfiguren aus Zweigen. Was soll damit erreicht werden? Reviermarkierung, eine Warnung, fühlt sich an wie etwas aus einem Horrorfilm. Auf einem Tisch liegt eine große Menge an Vorräten. Das ist kein Symbol. Was ist das denn? Was? Welche Art von Kult? Kultpsychologie. Kult involviert. Ne, wer ist involviert? Hier unten. Kultziel. Psychologie? Ja. Hier liegt eine Menge Ausrüstung rum. Wie lange waren sie hier draußen? Tja, wenn wir das wüssten. Neue Fälle. Nope. Das Skript haben wir auch nichts Neues. Aber hier Profiling. Die Bukas. Der Kult des Baums und Cauldron Lake. Der Kult des Baumes. Was verheimlichen mir die Bukas? Ich habe ihre Halskette. Das Symbol sind zwei Dreiecke. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Tammy hat etwas gefunden. Mhm. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Cauldron Lake. Die Bukas waren am Cauldron Lake. Warum? Der Zaun sollte das hier verbergen. Der Autor soll in den See gefallen sein. Privatparty. Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Her mit dem Bolzenschneider. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Nicht wegen des Mordes. Sie haben die Wahrheit erzählt. Okay, das war's. Dann sind wir hier erstmal fertig. Die Herrschaften auch fertig. Gehen Sie vor, Anderson. Wir werden da sein. Wohin denn? Fahrzeug im Diner. Hab ich doch. Noch mehr? Nö, dir nix. Bis die Tage! Ja, nein. Wieder. Ich glaube, du hast ja das... Achso. Sie haben dort also was gefunden, richtig? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Okay. Wow. Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ein Beweisstück. Sie müssen es übergeben. Und zwar sofort. Okay. Okay. Habt ihr gesagt, du sollst es nicht behalten? Danke. Das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Da ist sie. Als würden wir das Hirschfest jemals verpassen. Oh, Saga? Die gute alte Rose. Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, nach dem, was Ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir Sie hier nie wiedersehen. Wie geht's Ihnen? Verzeihung. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen.
Ich bin es, Dummerchen. Rose. Sie kennen mich. Wirklich nicht. Was soll meiner Kleinen denn zugestoßen sein? Sie ertrank. Ihre Tochter. Merkwürdig, dass Sie sich nicht daran erinnern. Woher wissen Sie von meiner Tochter? Oh, ich weiß wieso. Sie verdrängen ihre traumatischen Erinnerungen. Sieht man im Fernsehen ununterbrochen. Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Wenn Sie meinen. Oh oh. Nicht gut für die Ausübung im Dienst. So ein Handicap. So. Da. Mehr nicht. Das ist sie. Ein Mann, der von einem Kult ermordet wurde, ist extrem. Warum haben Sie der Polizei nichts gesagt? Haben wir! Diesen zwei dämlichen Deputies. Sie haben nicht auf uns gehört. Sie wollten Ed und mich wegen Mordes ins Gefängnis stecken. Bright Falls ist praktisch wie Alabama, nur mit größeren Bäumen. Das ist jetzt mein Fall und niemand wird Sie einsperren. Falls Sie sonst noch etwas brauchen, kommen Sie zu mir. Verstanden. Danke, Saga. Fertig. Wieso holt die Polizeiwache? Ja. Wieso bist du so ruhig? Leichen gehören zum Job. Halte dich nicht zu sehr damit auf. Etwas Seltsames in der Stadt bemerkt. Haben Sie in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches gesehen? Verdächtige in Hirschmasken vielleicht? Nein. Aber beim Hirschfest werden sich schon bald viele Menschen mit Hirschmasken amüsieren. Praktisch jeder wird eine tragen. Gut zu wissen. Oh oh. Genau kennen wir uns. Rose, helfen Sie mir auf die Sprünge. Was glauben Sie, woher wir uns kennen? Wir kennen uns hier doch alle. Es ist schon eine Weile her, aber ich vergesse nie ein Gesicht oder eine Kaffeebestellung. Ich habe wohl eins dieser Gesichter. Wie heißt es hier? Allmannsgewicht, beziehungsweise in dieser, also... Genau. Deshalb hasse ich Kleinstädte. Allweltfrausgewicht, Gesicht. Weißt, wie empfindlich Landbewohner sein können. Allermannsgesicht, Allerfrausgesicht, irgendwie sowas, ne? Ihr wisst ja schon Bescheid. So, okay, dann haben wir jetzt hier irgendwie noch Befragungen. Nein, alles fertig. Dann auf zur Polizeiwache. Bereit? Nightingale wurde in die Leichenhalle gebracht, wenn Sie ihn sich ansehen möchten. Gehen wir. Casey, ich habe eine Spur. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Ein mörderischer Kult. Scheiße. Sagt Ihnen dieser Kult des Baumes etwas, Sheriff? Ja, die urbane Legende. Wenn man nachts im Wald unterwegs ist, holen sie dich. Oder so. Nicht, dass wir herausfinden, dass Sie der große Hexenmeister sind, oder? Hab früher manchmal D&D gespielt. Der Zauberer war meine Lieblingsklasse. Guten Morgen, Sheriff. Sieht so aus, als hätten Sie Besuch. Ah, guten Morgen, Ted. Ja, wichtige Gäste. Das Hirschfest ist immer beliebt, oder? Das stimmt. Je mehr, desto besser. Schönen Tag noch, Sheriff. D&D steht höchstwahrscheinlich für Dungeons and Dragons, oder? Ich habe jetzt einfach mal ins Blaue hineingeraten. Hey, was wissen Sie über die Kellnerin im Diner? Oh, Rose? Sie ist ein bisschen verrückt. War sie schon immer. Warum? Was hat sie angestellt? Sie meinte, meine Tochter wäre ertrunken. Sie wusste sogar, wie ich heiße. Sehr merkwürdig. Rose hätte ein Talent dafür, die seltsamsten Dinge zu sagen. Sollte man nicht persönlich nehmen. Katzengemiaue. Hey, Boss. Die Leiche ist unten. Alles bereit. Ja, in der Leichenhalle. Ist alles vorbereitet. Ich möchte mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Gehen Sie voraus, Sheriff. Das ist das Sheriffbüro von Bright Falls. Wenn Sie was brauchen, geben Sie einfach Bescheid. Wir wissen die Hilfe zu schätzen, Sheriff. Hey!
Wir teilen uns die Leichenhalle mit dem Beerdigungsinstitut. Mini-Budget. Aber sowas kennen Sie vermutlich nicht. Unser einziger Rechtsmediziner ist gerade unterwegs. Aber Sie machen das schon, oder? Ich bin qualifiziert, Untersuchungen durchzuführen. In die Lehre von Agent Scully gegangen. Leichenhallen muntern mich irgendwie immer auf. Ich sehe das anders. Er macht Witze. Leer. Nein, nicht leer. Ja. Einfach mal hier an irgendwelchen fremden Spinnen bedienen. Also, naja, wenn ich will, der hat schon. Ich krieg es nicht auf. Okay. Sehen wir uns den Patienten an. Ja. Ich fange mit einer äußerlichen Inspektion an, bevor ich ins Innere vordringe. Wieso haben die denn hier überall das Licht aus, Mensch? Ah, die Kühlkammern. Nichts enthalten. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, dann wollen wir mal. Aber die Handschuhe? Was war die Todesursache? Welche anderen Hinweise kann mir die Leiche liefern? Darauf steht etwas geschrieben. Ich kann es nicht erkennen. Ein Schriftzug? Wie haben Sie das angestellt? Schädel? Die Leiche sieht so aus, als wäre sie nach dem Tod unter Wasser gewesen. Das ergibt keinen Sinn. Sieht wie Text aus. Ein Tattoo? Ich hätte Nightingale kein Tattoo zugetraut. Abwehrverletzungen. Er wehrte sich. Ja, und Todesursache, ne? Aha. Sie haben etwas in seiner Brust zurückgelassen. Papier? Mhm. Falltafel? Fälle. Mord im Golden Lake. Was haben wir denn hier? Untersuchung von R. Nightingale. Zeit zu sehen, was Nightingales Leiche uns verrät. Irgendwelche Hinweise von der Leiche. Oscar wurde aufgerissen. Ist versteckt darin. Wie vermutet, sieht so aus, als wäre etwas hineingelegt worden. Blaue Flecken auf der Verletzung des Opfers. Irgendwelche Hinweise da. Sieht so aus, als hätte sich Nightingale gewehrt, bevor sie ihn fesseln konnten. Text. Ritualschrift. Ist das eine Art Tattoo? Es ist völlig verschmiert und unleserlich. Gequollene Gelenke weisen auf eine lange Zeit unter Wasser hin. Todesursache, Brustverletzung. Aber die Leiche ist aufgebläht und voller Wasser. Ergibt keinen Sinn. Die Todesursache ist eindeutig ein Thoraxtrauma. Es wurde etwas eingeführt. Das ist fertig, ne? Wenn es grün ist, ja. Dann haben wir hier unleserliches auf dem Herzen. Mein Gott. So, irgendwelche Hinweise. Ja, das da. Nee, falsch. Ach genau, Ritualschrift. In seiner Brust ist ein Stück Papier. Ließen es die Mörder dort? Höchstwahrscheinlich. Ich untersuche den Brustkorb. Okay, dann holen wir mal das Stück Papier raus, wa? Quelle haben wir nichts. Doch, da ist was. Kultes Baumes.
Eine Halskette des Kultes mit Dreiecksymbol. Symbol. Da. Schmuck dient als dezenter Hinweis auf die Mitgliedschaft. Aber das ist nicht gerade dezent. Ein Zeichen des Stolzes. Ah, die ist eh fertig. Okay. Dann war's das. Jojojo. Ohne Handschuhe. Ist auch sehr ungewöhnlich. Normalerweise tragen die doch bei sowas, bei Obduktion und sowas immer so Kittel und Handschuhe und Mundschutz und Kopfschutz. Also hier diese Häubchen, wie ich es fast gesagt. Eine ähnliche Seite wie die am Cauldron Lake. Nightingale jagte Saga. Er sah sie nicht. Im Licht waren die Besessenen blind. Es tat weh, machte sie verwundbar. Nightingale hatte kein Herz, dennoch war er da. Mordete. Jemand hat sich eine abgedrehte Geschichte über uns ausgedacht. Hey, Moment. Wir haben solche Seiten gefunden. Dachte nicht, sie wären relevant. Für diesen Fall. Ich habe sie hier. Ja, her damit. Es ist sehr relevant. Nein, nein, Moment! Weg ist er. Sheriff? Was zum Teufel? Zeige mir den Klicker! Verdammt! Casey! Jetzt geht's ab. Dafür wirst du bezahlen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Er kommt. Keine Waffe. Oh oh. Laut der Seite muss man ins Licht. Versuche im Licht zu bleiben, um nicht von Feinden entdeckt zu werden. Ah. Quasi jetzt umgekehrt. Im Licht kann er mich nicht sehen. Meine Waffe liegt im Flur. Muss sie zurückholen. Wo, in welchem Flur? Da? Eine Lichtzuflucht stellt einen Teil deiner Gesundheit wieder her. Wenn du eine Lichtzuflucht während eines Kampfes verlässt oder aus ihr angreifst, wird sie vorübergehend entleert. Doch, das ist jetzt gerade wirklich so Resident Evil. Er ist verschwunden. Also da haben sie sich jetzt, glaube ich, wirklich an Resident Evil bedient, ne? Den Remakes. So, perfekt, Kapitel Ende. Das heißt, ich beende jetzt kurz die Aufnahme und starte dann eine neue. Es geht weiter, ne? Keine Bange. Ich werde jetzt noch nicht aufhören. Jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt nur die Mucke kommt, oder... Weiterspielen. Hauptmenü. Tutorials, Optionen. Ne, das ist wahrscheinlich genau wie in Teil 1, ne? Wenn ich jetzt fortfahren klicke, dann geht man sofort ins neue Kapitel rein. Ich probiere es jetzt einfach mal. Dann höre ich jetzt einfach auf, gehe zurück ins Hauptmenü.
Keine schweren Laden. Hauptmenü. Ungesperrter Fortschritt geht verloren. Ja, ins Hauptmenü. Genau, und dann fortfahren. Es geht auch gleich weiter. Keine Ahnung, circa 5 bis 10 Minuten oder was. Kurze Pause. Und yes. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich.